Hallo aus dem Pathos-Theater. Ich bin Marie und das sind meine KollegInnen Judith und Lionel und wir haben gemeinsam dieses Festival Prepare to Die organisiert. Genau, hallo. Das ist heute um 11 Uhr losgegangen und wird noch bis Samstag laufen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle schon da seid. Und ich mag jetzt gar nicht lange rumquatschen. Ich will euch nur kurz beruhigen. Also wir sind alle hier im Raum getestet, manche sind sogar geimpft. Und bevor es jetzt gleich richtig losgeht mit der Keynote von Christian Schiffer, möchte ich mich aber nochmal ganz herzlich bedanken. Und zwar beim Kulturreferat der Landeshauptstadt München für die Förderung, ohne die dieses Festival nicht möglich wäre. Und bei unseren großartigen Partnerinnen in der ganzen Republik, die wir nie kennengelernt hätten ohne die Pandemie. Stellvertretend sage ich mal ganz herzlichen Dank heute an Christiane Schwingel von der Initiative Creative Gaming in Hamburg. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrich Tausend von der Computerspielakademie des Medienzentrums München. Uli, prepare to die. Ich freue mich total, dass wir heute hier dabei sein können und gebe dann gleich weiter an den wunderbaren Christian Schiffer, der uns gerade etwas erzählen, gleich etwas erzählen wird, wie es denn so ist, Prepare to Die, sich darauf vorzubereiten. Und danach geht es dann direkt weiter mit dem CSA Talk 12, wo dann meine Kolleginnen auch nochmal ein bisschen mehr sagen, was denn die Computerspieleakademie so ist und tut. Und wir das dann nochmal alles diskutieren, was der Christian sich so überlegt hat. In diesem Sinne, wunderbar, prepare to die. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und dass ich hier etwas über Tod im Computerspiel erzählen darf. Sterben als Lifestyle, Tod im Computerspiel ist der Titel meiner Keynote und was sich dahinter verbirgt, das werde ich versuchen, in der nächsten halben Stunde irgendwie zu erklären. Aber ich möchte hier vor allem auch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die losgeht vor etwa 5 Jahren. Vor etwa 5 Jahren bin ich auf Reddit, diese Internetplattform, wo unter anderem sogenannte AMAs stattfinden. Also AMA steht für Ask Me Anything, also Personen, die einen bestimmten Beruf haben oder etwas Bestimmtes erlebt haben, die ja, lassen sich einfach alle Fragen dazu stellen, die man dazu haben kann. Und ich scroll da so und plötzlich finde ich diesen Eintrag. Und ich lese einfach mal die Überschrift vor. AMA. Ich bin der Autor vom Sterben mit Swagblock und soll in relativer Bälde an meinem gestreuten Hirntumor sterben. Fragt mich alles. Der Blog ist dieser hier und das ist der erste Eintrag. Hallo, ich heiße Dimitri Panov und ich werde bald sterben. Klingt komisch, ist aber so. Aber vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Ich habe den Blog gelesen und ich fand den sehr interessant und gut geschrieben. Dieser Blog hat so eine Ausstrahlung gehabt, die irgendwie so changierte zwischen Heroismus und so einer gewissen Schnottrigkeit. Merkt man vielleicht auch am Titel, also Sterben mit Swag. Also auch so das eigene Schicksal so ein bisschen distanziert wahrnehmen und ein bisschen ironisch und vielleicht ein bisschen witzig. Deswegen, wenn in diesem Vortrag jetzt es vielleicht auch ein bisschen lustig ist, also ich möchte da nicht pietätlos sein oder mich irgendwie lustig machen über das Schicksal von Menschen, sondern ich möchte auch ein bisschen den Ton treffen, den Dimitri in seinem Blog getroffen hat. Dimitri war, als ich ihn getroffen habe, 25 Jahre alt. Er ist als kleiner Junge mit seiner Mutter aus Russland nach Deutschland gekommen, hat Psychologie studiert und als er 19 war, hat er Schwindelanfälle bekommen. Und er ist von einem Arzt zum nächsten gelaufen und niemand konnte ihm sagen, was eigentlich mit ihm los ist und woher diese Schwindelanfälle, diese Kopfschmerzen eigentlich herrühren. Und eines Tages war er wieder beim Arzt, er hat sein Nintendo DS in der Hand gehabt und ist in Ohnmacht gefallen. Dann hat man ihn in die Uniklinik transportiert, dort hat man einen Gehirnscan durchgeführt und festgestellt, dass Dimitri einen Hirntumor hat, einen aggressiven. Dimitri wurde am nächsten Tag operiert und war eigentlich an sich relativ glücklich, dass es jetzt einen Grund gab für seinen Gesundheitszustand. 4 Jahre lang ging alles gut
Und dann kam ein Rezitiv. Man hat ihm mitteilen müssen, dass man den Fortschritt des Tumors nur noch verlangsamen kann, aber nicht mehr stoppen kann. Und weil der Tumor auch gestreut hatte in die Wirbelsäule, würde Dimitri auch noch zum Pflegefall werden, weil er dann nicht mehr gehen kann. Und in dieser Situation hat er diesen Blog begründet. Dimitri war begeisterter Schauspieler. Er hat am Stadttheater gespielt. Er war ein unglaublicher Filmfreak. Er hat alle Filme katalogisiert, Bewertungen dazu geschrieben, von 0 bis 10, alles über 7 war gut. Als ich ihn getroffen habe, war er auch sehr damit beschäftigt, sein Testament zu verfassen und hat sich genau überlegt, wer welchen Film bekommt. Und er war auch ein sehr materialistisch denkender Mensch, weil er tatsächlich, also die Familie, das darf man so sagen, war sehr arm. Also er und die Mutter. Und er hatte aber ein Hobby, was für ihn das vermutlich wichtigste Hobby war. Und das waren Computerspiele. Und das ist das, was mir aufgefallen ist damals. Und deswegen wollte ich ihn auch besuchen. Der Eintrag vom 25. April 2016 lautet: Nicht verkrampfen. Gestern für einige Stunden zu Hause gewesen, fast vor Glück geweint, ein wenig in Bloodborne rumgestorben, dann sich noch die erste Episode von Tales of From the Borderlands gegönnt, schee, wieder etwas Normalität im Leben, flüchtig, aber beruhigend. Ich habe das damals gelesen und dachte mir, krass, weil man muss eines wissen über dieses Spiel Bloodborne. Bloodborne ist unglaublich schwierig und man stirbt die ganze Zeit. Also es gibt wenig Spiele, also ich spiele Bloodborne überhaupt nicht, viel zu schlecht, das würde zu nichts führen. Es gibt wenig Spiele, die so schwer sind und es gibt wenige Spiele, die man sich so konsequent nur dadurch erschließen kann, dass man stirbt und stirbt und stirbt und stirbt und stirbt. Und mich hat interessiert, warum jemand, der weiß oder was das mit jemandem macht, der weiß, dass er bald sterben wird, wenn er virtuell dauernd stirbt. Ja, das ist Bloodborne hier nochmal als GIF. Wir sehen das, ein düsteres Spiel, ein finsteres Spiel und eben ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Und ich bin zu Dimitri dann gefahren. Wir haben 3 Stunden gesprochen und ich habe ihm dann diese Frage gestellt. Und was er darauf geantwortet hat, das hört ihr jetzt gleich. Ich muss dazu sagen, die Tonqualität ist nicht besonders gut, weil ich damals nicht wusste, dass ich diesen Ton irgendwo mal spielen werde. Ich habe das Aufnahmegerät quasi nur als Diktiergerät benutzt und das relativ weit weggestellt. Aber ich glaube, man kann es trotzdem gut verstehen. Ich spiele den Ton mal ab. Also glaubst du, dass du ein Tod... Muss ich da jetzt irgendwas Besonderes machen, um den abzuspielen? Also glaubst du, dass du einen Tod in einem Videospiel... Also glaubst du, dass du einen Tod in einem Videospiel... Weiß das jemand, was ich hier drücken muss? Hoppla. Ah, okay. Also ich höre nämlich selbst den Ton nicht, deswegen, jetzt läuft also er. Glaubst du, dass du einen Tod in einem Videospiel anders erlebst, als ich zum Beispiel, oder Leute, die nicht in deiner Situation sind? Das Wasser aufmachen? Irgendwann das Konzept vielleicht irgendwann, ja, denke ich. Inwieweit? Ich könnte das jetzt nicht so ganz genau sagen. Also das, was ich halt über Bloodborne geschrieben habe, dass man irgendwie lernt, mit dem Tod umzugehen, dass der Tod irgendwie... so ein Teil des Spiels eben ist, weil man da ja sterben wird. Also man wird schwer das Spiel einfach zum ersten Mal spielen und nicht dabei sterben irgendwie. Das gehört ja zu der Spielerfahrung, zu der Lernerfahrung einfach dazu. Und dass man das irgendwie eben übertragen kann, dass man sich dann auch im echten Leben sagen kann, ja, der Tod gehört einfach dazu. Ich kann das jetzt vielleicht noch nicht verstehen, was es genau bedeutet, aber ich kann es verkraften. Also einfach diese Botschaft, dass ich bald sterben werde, damit, dass ich sagen kann, es muss geschehen. Also es ist einfach ein Teil von dem ganzen Konzept.
was ich noch nicht durchschauen kann, aber was, von dem ich ausgehen kann, dass es als Konzept irgendwie funktioniert und irgendwie Sinn macht. Okay. Ja, also, das war Dimitri. Und ich finde, es ist eine sehr kluge Frage auf eine, wie ich im Nachhinein sagen muss, ziemlich dumme, also es ist eine sehr kluge Antwort auf eine, wie ich im Nachhinein sagen muss, ziemlich dumme Frage. Also diese Frage, die ich damals hatte, hey, was macht das mit jemandem, wenn er im Computerspiel dauernd stirbt? Das ist eigentlich eine dumme Frage, weil das Sterben im Computerspiel nichts natürlich zu tun hat mit dem realen Sterben und weil das Sterben im Computerspiel einfach etwas so unglaublich Banales ist. Also das Computerspiel hat meines Erachtens, bis auf wenige Fälle, die ich gleich zeigen werde, kaum etwas Wichtiges zum Thema Tod beizutragen. Oder wie es mein Freund und WASD-Kollege mal formuliert hat, in Computerspielen sieht man vor lauter Sterben den Tod nicht oder vor lauter Töten den Tod nicht. Wir sterben in Computerspielen andauernd und das schon immer. Also Super Mario kennt jeder, man fällt in eine Grube und man stirbt. Und in der Regel geht es dann auch weiter, ne, nach einer bestimmten Zeit. Früher war es so, in Spielhallen, da musste man dann Geld nachschieben, da hatte dann quasi der Tod noch einen finanziellen Verlust zur Folge. Aber in der Regel ist es so, man stirbt und stirbt und stirbt im Computerspiel. Und es hat in der Regel auch keine größeren Konsequenzen. Es ist eine Metapher, aber eine unglaublich flache Metapher dafür, dass ein Prozess einfach abgebrochen wird, aber in der Regel auch neu begonnen werden kann. Ja. In der Regel, sehr oft ist Sterben auch ein Comic Relief oder ist irgendwie auch witzig. Also hier GTA oder nochmal GTA. Ich habe hier ein paar lustige Todesarten herausgesucht. Das ist das, was halt passiert. Ja? Im Computerspiel ist der Tod relativ nichtssagend. Es ist eigentlich live, die, repeat. Hat mit dem realen Tod kaum etwas zu tun. Und dass mir das erst im Nachhinein aufgefallen ist, hat mich besonders geärgert, weil wir uns ja auch an eine Diskussion erinnern konnten, wo quasi es um das Töten ging. Also weniger um das Sterben, sondern um das Töten. Also die berühmte Killerspieldebatte. Und daraus möchte ich mal einen Ausschnitt spielen. Schlimmes. Wie lernen Kinder töten? Spielerisch. An der Videokonsole, am Joystick, dieser Freudenstock mit eingebautem Tötungsknopf, lässt Kinder zu virtuellen Massenmördern werden. Zurzeit entwickelt sich eine ganz neue Subkultur. Man trifft sich zu großen Partys, vernetzt seine Computer und tötet gemeinsam. Ja, man trägt sogar Meisterschaften aus im Morden per Mausklick. Felix ist der Beste von ihnen. Er ist Zivildienstleistender. Warum macht das Spaß, Leute zu erschießen? Also für mich ist das ein Spiel. Es geht mir nicht darum, geil, jetzt habe ich den umgebracht. Ich weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Da geht es ja auch drum, schlägt man Figuren oder Mühle, da wird der Bauer weg. Da frage ich da auch nicht, ja, was passiert mit dem Bauer? Ist er jetzt da, wie habe ich den da jetzt geschlagen? Habe ich den da niedergemetzelt oder so? Ein Spiel ist... Ja, und im Prinzip haben wir das jetzt hier in meiner Frage, die ich an Dimitri gestellt habe, genau umgekehrt. Also genau wie man damals irgendwie dachte, oh, da verbirgt sich jetzt irgendwie mehr dahinter, dachte ich irgendwie auch, boah, das verbirgt sich auch hinter dem Sterben mehr im Spiel und so ist es halt einfach nicht. Ja? Das Sterben hat eine Bedeutung gehabt im Computerspiel für Dimitri, das ist ja auch schon angeklungen, ja? Dass das etwas schon mit ihm macht, dass es etwas ist, wo er sich schon irgendwie wiederfindet, aber nichts darüber hinaus. Und weil das Sterben im Computerspiel und der Tod im Computerspiel so unglaublich banal ist, fallen die ganzen Ausnahmen davon umso krasser auf. Also, hier haben wir Final Fantasy VII, eine der berühmtesten Szenen der Computerspielgeschichte, der Tod der Spielfigur Aerith, glaube ich, hieß sie, der sich eingebrannt hat, weil diese Spielfigur dann tot war und unwiderruflich weg. Ja. Dann haben wir hier Darkest Dungeon, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, super Spiel. Da sind die Spielfiguren auch tot, wenn sie sterben und kommen nicht wieder, es sei denn, man schaltet die Spielkonsole schnell genug aus. Dann sind sie nämlich wieder da, wenn man sie dann wieder startet. Ein Spiel, das versucht, etwas anders zu machen,
mit dem Sterben eine gewisse Unwiderruflichkeit herzustellen, ist das Spiel Lose-Lose. Wir sehen hier unten das kleine Raumschiff und wir sehen da oben andere Raumschiffe, die muss man abschießen. Das Problem ist, oder der Clou dabei ist, dass diese Raumschiffe da oben keine Raumschiffe sind, sondern Dateien auf dem eigenen Rechner. Und wenn man sie abschießt, werden sie unwiderruflich gelöscht. Es gibt ein anderes Spiel, Undertale zum Beispiel, großer Hit vor ein paar Jahren. Wenn man dort die Spielfiguren in der Spielwelt tötet und dann nochmal durch diese Welt geht, dann ist sie sehr, sehr leer und sehr, sehr depressiv und es überkommt den Spieler so ein Gefühl von, was habe ich hier getan? Oder auch gerne, auch ein schönes Beispiel, Disco Elysium, Rollenspiel, wo die Hauptfigur, es ist ein Alkoholiker, irgendwann auch einfach nicht mehr kann und dann zum Beispiel einfach einen Herzinfarkt erleidet. Auch das ist ein besonderer Umgang mit dem Tod, auch das fällt dann plötzlich auf. In der Regel ist es aber so, dass nicht nur der Tod banal ist, sondern wenn der Tod auftaucht, vor allem dazu da ist, naja, dass man ihn bekämpft. Also man bekämpft eigentlich, man tötet in Computerspielen dauernd Tote. Ja, also hier sehen wir ein Bild aus The Last of Us, wo man gegen Zombies kämpft, die von einem Pilz befallen sind. Also ganz typisch, wir töten Tote in Computerspielen. Und diese Banalität des Umgangs mit Computerspielen zeigt sich auch beim Problem der ludonarrativen Dissonanz. Kein Vortrag über Tod im Computerspiel ohne diesen Begriff aus den Game Studies. Was heißt ludonarrative Dissonanz? Das heißt, dass quasi die Geschichte, die man erzählen will, nicht zusammenpasst mit dem Gameplay. Also das Narrative passt mit dem Ludologischen nicht zusammen. Hier das bekannte Beispiel, Lara Croft. Man wollte sie neu rebranden, wie man heute sagt. Man wollte ihr mehr persönliche Tiefe geben. Also was hat man gemacht? Man hat erzählt die Geschichte, oder wie Lara Croft einen Hirsch tötet. Und dann kniet Lara Croft vor diesem Hirsch nieder und weint um diesen Hirschen, was sie darin getan hat. Das Problem ist, auf der narratologischen Ebene ist das super, auf der ludologischen Ebene halt nicht, weil es ist sehr, sehr langweilig, ein Spiel nur damit zu füllen, dass man kniend vor Hirschen kniet und um diese Tiere trauert. Was passiert also? In den nächsten Szenen oder kurz darauf tut Lara Croft das, was man halt so oft in Computerspielen tut. Sie tötet andere Menschen. Ja? Das heißt, die Szene vorher wird völlig entwertet. Das ist die ludonarrative Dissonanz. Wo begegnet uns der Tod sonst noch in Computerspielen? Auf Friedhöfen. Dauernd ist man in Computerspielen auf Friedhöfen. Hier Monkey Island 2, glaube ich. Hier Resident Evil, ganz bekannt Diablo. Es gibt ein Spiel, das vielleicht aus dieser Friedhofsthematik etwas Besonderes gemacht hat. Das war The Graveyard. The Graveyard, wo man als alte Frau über einen Friedhof gegangen ist. Das Spiel war umsonst. Es gab allerdings auch eine Bezahlversion, die sich nur unterschieden hat zur Umsonstversion dadurch, dass die alte Dame auf dem Weg über ihren Friedhof zufällig sterben konnte. Das war der einzige Unterschied. Und das war eine interessante Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich möchte jetzt aber noch mal zurückkehren zu Dimitri, um auch ein bisschen darauf einzuschwenken, wo ich glaube, Computerspiele wirklich etwas Interessantes zu sagen haben über den Tod, beziehungsweise wie sie vielleicht wirklich interessant sein können oder Leuten auch helfen können. Hören wir uns mal an, was Dimitri an dem Tag, das Foto stammt von diesem Tag, noch gesagt hat. Helfen Videospiele in deiner Situation, glaubst du? Teilweise, teilweise haben die geholfen, jetzt von meiner letzten OP, als ich große Schmerzen hatte, hat mich das teilweise ganz gut abgelenkt, einfach Bloodborne zu spielen. Ansonsten, ja, wenn man sich so ein bisschen reindenkt, wie ich das beim Blogschreiben manchmal mache, kann man da gewisse Parallelen erkennen, die irgendwie das Ganze, ja, ich sag jetzt mal, interpretierbarer machen, irgendwie. Wie, verständlicher machen. Inwiefern? Ja, dass man irgendwelche Inhalte oder Erfahrungen aus Videospielen irgendwie darauf beziehen kann, wie man halt Erfahrungen eben mit dem Krebs macht, mit der Krankheit, mit den Schmerzen und sowas. Hast du da ein Beispiel? Ja, eben, dass man sich nicht runterkriegen lässt, wenn man irgendwie mal ein richtig heftiges Tief hat.
eben vergleichbar mit vielleicht einem besonders schweren Boss in Bloodborne oder einem besonders schweren Rätsel in The Witness oder so. Dass man da immer noch irgendwie eine Möglichkeit findet, dagegen vorzugehen, das irgendwie zu schaffen. Dass man irgendwie eigentlich immer die Möglichkeit hat, das irgendwie zu seinen Gunsten zu lösen. Oder zu bewältigen zumindest. Ja, also das finde ich ist eigentlich der Kern. Also Computerspiele haben Dimitri einfach sehr geholfen bei der Bewältigung seines Schicksals. Gerade vielleicht, weil der Tod auch so banal ist dort. Und das hat ihm geholfen, sozusagen so dieses Sterben ist aber wieder versuchen, aufzustehen und so weiter. Und das ist es eigentlich im Kern. Und deswegen sind Computerspiele eigentlich quasi, oder das Sterben im Computerspiel Teil des Lifestyles oder ein Lifestyle, weil das viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, als vielleicht mit unserem Sterben. Und was damit zusammenhängt, das sollte ein bisschen der Schluss sein, ist dieses Phänomen, was ich sehr interessant finde, das ist Robin Williams, der Schauspieler, Paraderolle Mrs. Doubtfire damals. Was wenige Leute wussten, Robin Williams war begeisterter Computerspieler. Er hat seine Tochter auch Zelda genannt. Und als er damals gestorben ist, er hat ja Suizid begangen, der Hintergrund war eine depressive Erkrankung, da ist er dann im Computerspiel World of Warcraft wieder wurde eine Figur quasi ihm nachgebildet, ein Djinn. Ganz ähnliches Phänomen war hier, auch hier ein junger Mann, der früh gestorben ist, der dann in dem Computerspiel Total War Rome 2 als Soldat wiedergekommen ist. Ähnlicher Fall Michael Mamerine, der ist relativ bekannt, ist auch sehr jung gestorben mit 21 und kam dann wieder, oder sein Abbild wurde dann in das Spiel Borderlands integriert. Das heißt, wir finden hier bei Computerspielen eine neue Form auch des Gedenkens. Und das hat ja auch sehr viel mit unserem Leben zu tun. Und manchmal kann das auch ein bisschen absurd sein. Also hier auch das Spiel Borderlands, hier wurde eine Waffe nach einem toten Fan des Spiels benannt. Aber mein Gott, also heute werden vielleicht Asteroiden oder Straßennamen nach toten Menschen benannt. Hier ist es eben eine Waffe in einem Computerspiel. Und gerade diese Woche kam dann die Nachricht, das ist kein Prince, das ist ein Fußballer gewesen, 15 oder 16 war er, ein großes Talent im englischen Fußball. Er ist dann leider ums Leben gekommen, weil er erstochen worden ist bei einem Konflikt mit einem Mitschüler, glaube ich, oder einem Gleichaltrigen. Und jetzt, 15 Jahre nach dem Tod von Kyan Prince, wird jetzt das Computerspiel FIFA ihn in das Spiel integrieren. Und zwar so, wie er vermutlich aussehen könnte, wenn er heute 30 Jahre alt wäre. Und das ist auch etwas, was eben mit Lifestyle zu tun hat. Dass Computerspiele dabei helfen, dass natürlich nicht die Menschen weiterleben, aber sie zumindest vielleicht leichter in unseren Erinnerungen weiterleben können. Und diese Bedeutung wird immer wichtiger, was mit Folgendem zu tun hat. Das ist ein PlayStation-Werbespot für die PlayStation 2, PlayStation 2, The Third Place. Damals hat man sich darüber ein bisschen amüsiert, weil was sollte das heißen, dritter Platz nach Nintendo und Sega oder was es damals gab. Aber das war damals nicht gemeint, sondern es gibt im Amerikanischen oder im Englischen den Begriff des Third Place. Also First Place ist sowas wie das Zuhause, Second Place ist die Arbeit und Third Place ist dann sowas wie das Theater, die Bowlingbahn, das Fitnessstudio, der Club. Ne? Also das, wo wir dann mit anderen Leuten auch in sozialer Interaktion treten. Und Computerspiele werden immer mehr zu diesem Third Place, haben wir ganz stark gesehen in der Corona-Zeit. Und deswegen verwundert es halt auch nicht, weil natürlich zur sozialen Interaktion das Trauern dazugehört, dass das dann eben genau passiert in diesen virtuellen Plätzen. Also hier haben wir zum Beispiel Minecraft, wo ein junger Spieler, der die Server betrieben hat, gestorben ist und man hat ihm dann quasi solche Holzstöcke gebaut, wo man dann Erinnerungen oder Worte an den Verstorbenen adressieren konnte. Oder wir haben hier in einem Final Fantasy Online-Rollenspiel
wo auch jemand gestorben ist und die Leute haben sich dann virtuell getroffen, um Abschied zu nehmen. Ich möchte jetzt noch ein letztes Mal zurückkehren zu Dimitri. Er ist damals, kurz darauf, nachdem wir uns getroffen haben, verstorben. Als ich bei ihm war, hat er mir erzählt, dass er sich viele Gedanken macht über eine Frage, nämlich, was kann er hinterlassen? Also jetzt nicht nur seine DVDs, sondern ihm war sehr wichtig, dass er eine Botschaft hinterlässt an seine Freunde, an die Menschen, die ihn gekannt haben. Und er hatte mir erzählt, dass er sehr viel darüber gegrübelt hat. Und ich war sehr gespannt, was er sich dort überlegt hatte. Und an dem Tag, an dem Dimitri dann verstorben ist, ist auf seinem Blog und auf seinem Facebook-Profil folgende Nachricht erschienen, die ich dann auch vorlesen möchte. Lebt wohl, meine Freunde, war schön mit euch. Leb wohl, Welt, du warst die Tollste, in der ich hätte sein können. Leb wohl, Leben, ich hätte kein Besseres haben können. Und ich glaube, man kann viel über Computerspiele sagen, viel Gutes, viel Schlechtes. Aber sie haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Dimitri von einem Leben, das ein kurzes Leben war, am Ende sagen konnte, er hätte kein Besseres haben können. Genau, das war mein Vortrag und die Geschichte von Dimitri. Vielen Dank. Repeat. Dass dieses Prinzip in Games ein häufiges ist, haben wir eben schon im Vortrag von Christian Schiffer gehört. Doch es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie der Tod in Games zum Thema gemacht werden kann. Vielmehr ist der Tod in Computerspielen häufig ein sehr zentrales Element. Manchmal dramatischer, manchmal unauffällig, manchmal emotional, mal erlösend oder auch belustigend. Bei unserem heutigen Talk Prepare to Die sprechen wir über Computerspiele und den Bildschirmtod. Der Talk findet im Rahmen des gleichnamigen Festivals des Pathos Transport Theater statt. Ein Festival an der Schnittstelle von Gaming, Theater und dem Thema Tod heute. Durch unsere heutigen Gäste werden wir diese ganz unterschiedlichen Bereiche zusammenbringen. Genau, und in diesem Sinne, prepare to die. Mein Name ist Tina. Ja, und ich bin der Dominik. Wir sind vom Medienzentrum München des JFF und organisieren zusammen mit einem tollen Team unterschiedliche Games-Veranstaltungen für 12- bis 27-jährige Gamer und Gamerinnen. Die Veranstaltungen laufen dabei im Rahmen der Computerspielakademie und gefördert wird das Ganze durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und dem Stadtjugendamt München. Vielen Dank an dieser Stelle. Für alle, die neu dazugekommen sind, wir haben eine Hybridveranstaltung. Alle Leute, die hier vor Ort mit uns sitzen, haben sich testen lassen wegen Corona und außerdem haben wir Hygienekonzepte, die hier eingehalten werden.
Genau, nur noch mal als Hinweis. Genau, Dominik und ich, wir führen euch heute durch die Diskussion mit den Gästen, die sich gleich auch selbst vorstellen werden. Aber davor haben wir noch ein paar Informationen für euch. Genau. Und zwar, natürlich ist es uns wichtig, dass nicht nur wir den SpeakerInnen Fragen stellen, sondern wir wollen auch eure Fragen und Meinungen mit in die Diskussion einbringen. Daher schreibt unbedingt in den Computerspielakademie-Chat. Ich verfolge den hier mit an meinem Laptop und bringe eure Fragen damit direkt in die Diskussion ein. Nach unserem Talk geht es auch auf unserem Discord noch weiter. Wir haben einen QR-Code eingeblendet und dort treffen wir uns noch für die Afterparty. Vielleicht sind einige unserer SpeakerInnen auch noch mit dabei. So ist es. Ich glaube, wir haben alles Wichtige geklärt. Ich übergebe jetzt das Wort an unsere Gäste. Zwei live hier vor Ort und zwei online dazugeschaltet. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr gespannt, worüber wir heute diskutieren werden. Und vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Erzählt doch jetzt erstmal ein bisschen was über euch, aus welchem Bereich ihr so kommt, was ihr da so treibt. Und wir würden einfach mit dem bekannten Gesicht starten, dem Christian. Ja, also mein Name ist Christian Schiffer. Ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk, also ich bin Journalist. Ich habe auch eine Computerspielzeitschrift, WASD heißt die, gegründet, wo ich Chefredakteur bin. Habe einen ziemlich lückenlosen Computerspiel-Lebenslauf und habe noch ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben, das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Ja, ich bin vielseitig interessiert. Das ist super, vielen Dank. Und von Christian würden wir übergehen zur Christiane. Christiane, ich glaube, wir hören dich gerade noch nicht. Gucken noch mal. Ich würde sagen, wir warten mal, bis wir Ton von der Christiane haben. Und springen doch dann einfach einmal weiter zu Martin. Und hoffen, dass wir ihn hören. Auch nicht? Auch jetzt, doch. Ich höre jetzt, was. Ja? Ja, wunderbar. Hallo Martin. Okay. Hallo. Dann ist es aber bestimmt auch die Christiane hörbar. Wollen wir sie nicht trotzdem zuerst dran nehmen? Christiane, probier es nochmal. Nee, Martin, mach mal ruhig zuerst. Okay. Dann mache ich das. Dann bin ich so uncharmant und trete eins nach vorne. Martin Geißler, ich bin von der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Dort bin ich Dozent für Spieltheater und Medienpädagogik, also auch recht vielseitig interessiert. Viel Improvisationstheatererfahrung in der Malerei, in der Lyrik, ein bisschen aktiv. Ich habe das große Vergnügen, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Das heißt also, ich habe auch das Vergnügen, viel im Bereich digitale Spiele, insbesondere im Kontext der sozialen Arbeit, zu lehren. Und ich hatte noch das Vergnügen, 2007 mit Gerrit Neuendorf gemeinsam das Institut für Computerspiel Spawnpoint gegründet zu haben. Und das haben wir jetzt gerade letztes Jahr nochmal neu aufgelegt. Insofern ist eine ganze Menge Schnittstelle. Ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Gamer und hatte 2000, auch lassen mich jetzt nicht lügen, 12 oder sowas in der Art, auch mal die Gelegenheit, eine Dokumentation zur Funktion des Todes im Computerspiel gedreht zu haben. Ist schon ein bisschen her. Super, vielen Dank. Ich gucke mal einmal. Christiane, magst du noch mal probieren? Sonst begrüßen wir unseren letzten Gast noch mal vor dir. Nein, leider nicht. Aber wir vergessen dich nicht. Dann gehen wir aber einmal noch mal weiter zu Carmen. Dann springe ich mal ein. Hallo, ich bin Carmen Schwarz. Ich komme gar nicht vom Computerspiel. Muss auch sagen, meine Biografie ist sehr lückenvoll tatsächlich. Was das angeht zumindest, was die Computerspiele angeht. Ich bin Theaterregisseurin, das heißt, ich inszeniere oft tot. Oder das kommt zumindest mal vor, dass ich mal tot inszeniere auch. Und aber entwickle inzwischen auch immer mal wieder Theaterspiele, das heißt Spiele, in denen man als Zuschauer in das Spielfeld betritt und mitspielen kann. Und auch da stellt sich dann natürlich die Frage, kann man sterben oder kann man zumindest Leben verlieren? Wie schaut das aus? Also von der Seite kommt das dann auf jeden Fall wieder rein. Genau. Genau, ich habe schon gesagt, wir kommen zusammen mit Gaming, Theater und unserem Thema heute Prepare to Die. Das heißt, ein spannender Bereich. Christiane, ich würde sagen, wir starten noch mal einen letzten Versuch. Es stehen ganz viele Leute um dich herum hier im Hintergrund. Ja, mir wird gerade gesagt, dass du noch mal probier doch noch mal das noch mal neu zu starten und dass du noch mal neu reinkommst. Ja, super.
Und vielleicht sage ich so lange ein bisschen was zur Christiane, bis sie wieder da ist. Christiane Schwinge ist freie Medienpädagogin und Sprecherin der Initiative Creative Gaming und bei der Play, die bestimmt einige von euch kennen, die künstlerische Leitung und auch die Projektleitung der Computerspielschule online. Und genau, auch bei ihr liegt ein Fokus der Arbeit in der Schnittstelle von Medienpädagogik und Theater. Das heißt, auch sie ist heute genau richtig bei unserem Talk. Christiane, bist du frisch wieder dabei? Wie schaut's jetzt aus? Ich hab's mal aktualisiert. Sehr schön, da bist du. Ich habe jetzt schon ein bisschen was zu dir gesagt. Wenn du noch was ergänzen willst, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dann mach das gerne jetzt. Ich habe nur gehört, dass ich die Projektleitung der Computerspielschule online bin. Genau, ich bin Medienpädagogin und in verschiedenen Bereichen unterwegs. Und ich habe mit Schockieren festgestellt, seit über 15 Jahren jetzt auch im Kontext Games und habe die Initiative Creative Gaming gegründet. Und da geht es eben darum, Spiele auseinanderzunehmen, sie zu dekonstruieren und irgendwas anderes daraus zu machen, als eigentlich gedacht war. Und daraus ist dann auch das Play-Festival entstanden, das wir auch schon seit vielen Jahren jetzt machen und auch immer wieder Schnittstellen zum Bereich Theater, sei es, dass wir Produktionen zum Festival einladen oder eben selbst medienpädagogisch, theaterpädagogisch bei Projekten dabei sind. Und das mache ich selbst jetzt nicht nur im Bereich Games, aber hauptsächlich, würde ich fast sagen. Genau. Super. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Wir starten so, dass wir jetzt erstmal so eine kleine, ich hoffe, lockere Einstiegsfrage für euch haben und dann ein bisschen diskutieren. Der Dominik ist da, um die Fragen aus dem Chat zu holen, das hat er ja gerade schon gesagt. Und schreibt gern fleißig da, das heißt, auch wenn ihr Erfahrungen damit habt, dass ihr uns die auch mit reingeben könnt, auch da gibt der Dominik dann so einen kleinen Überblick, was im Chat so passiert zwischendurch. Und ich würde sagen, wir starten. Und uns wird erstmal interessieren, was war denn das oder eure erste Erfahrung mit dem Thema Gaming und Tod? Und wem zuerst was kommt, der oder die darf gern starten. Ich fange vielleicht mal an, weil vielleicht ist es, also wie gesagt, meine Game-Erfahrung ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber ich erinnere mich noch, dass Freunde Mario Kart hatten und man einfach eben, wie du auch vorhin meintest, einfach sehr schnell von Klippen runterfällt, was mir sehr oft passiert ist und das natürlich ärgert, aber es glücklicherweise auch sehr schnell wieder, man sehr schnell wieder weiterfahren konnte. Jetzt wird es schon wieder, das ist eine Frage, fährt man bei Mario Kart weiter? Ich glaube ja, ne? Genau, aber man ist langsamer, genau. Das ist so meine Erfahrung mit Gaming und Tod, meine erste. Wie schaut es bei den anderen aus? Bei mir war es auch Super Mario. Ich hatte zwar keinen eigenen Gameboy, aber mein Cousin hatte einen und wenn ich genauer drüber nachdenke, habe ich nicht unbedingt an Tod gedacht, aber ich fand es immer interessant, dass man Leben bekommen hat. Und ich habe aber, glaube ich, nicht den Schluss daraus gezogen, dass man stirbt, sondern irgendwie waren mehr so Leben verloren. Das war so ein bisschen abstrakter für mich. Schließt ja auch so ein bisschen an das banale Abstrakte aus dem Vortrag eben an. Total. Also bei mir ist es tatsächlich Pac-Man gewesen in der Spielhalle. Und zwar ist es so, also meine Mutter ist Spanierin und in Deutschland waren ja die Spielhallen oder diese Arcade-Automaten immer in so ab 18 Bereichen, so wo es so richtig klebrig und keine Ahnung was ist. Und in Spanien nicht. Und ich glaube, viele, auch so von meiner Generation, wenn die halt im Spanien- oder Italien-Urlaub waren, das erste, zack, ab zur Spielhalle. Ja? Und dort habe ich dann unter anderem Pac-Man gespielt und deswegen ist meine Erinnerung an den Tod eng verbunden mit finanziellem Verlust. Weil eben, wenn man halt gestorben ist in Pac-Man, dann gab es halt Continues und dann musstest du irgendwie hier, ich weiß nicht, was das, Peseten, 10 Peseten oder was nachwerfen. Und so, also der Tod war einfach für mich als Neunjähriger eine wirklich teure Angelegenheit im Computerspiel. Und er war aber trotzdem natürlich banal. Also ich meine, es war einfach nur die Metapher dafür, dass quasi ein Prozess beendet wird und dann eben ein neuer Prozess angestoßen werden muss, indem man
Geld bezahlt. Da kann ich super dran ansetzen. Vielen Dank, Christian. Also so ähnlich ist es bei mir auch gegangen. Es war nicht Spanien, sondern es war die DDR. Mhm. Da gab es auch Spieleautomaten, die großen Arcade-Automaten mit 50 Pfennig, die man da reinwerfen musste. Jetzt weiche ich einfach aus, damit ich nicht dieselbe Geschichte nochmal erzähle wie du. Für mich eine spannende andere Geschichte ist die, dass ich dann als nach der Wende ich den ersten PC, den ersten Amiga in meinem Fall, hatte, war nicht mehr genügend Geld dafür, einen richtigen Monitor, und ich habe mir dann einen Fernseher genommen. Den musste ich aber emulieren, da musste ich einen Zwischenteil dazwischen schieben. Dummerweise war die Auflösung so grottig, dass man die Pixel gefühlte 5 mm groß waren und ich das damalige Spiel Rick Dangerous quasi nicht sehen konnte. Das heißt, die gesamten Fallen, die dort drin versteckt waren, das war ja quasi so Indiana Jones Adaption, die habe ich nicht gesehen und bin dann genau, wie du es beschrieben hast, permanent gestorben und habe mir dann gemerkt, wo irgendwo was gewesen war, an dem ich gestorben bin. Aber letzten Endes auch nur ein spielerisches Scheitern, was mich dazu aufgefordert hat, es zu verändern, weitere Auswege zu suchen, genau. Weil jetzt so ein paar von euch erwähnt haben, dass vielleicht auch so der Tod im Spiel, gerade wenn er häufiger vorkommt, auch ein bisschen was mit Frust vielleicht auch zu tun kann. Was glaubt ihr denn, was ist der Reiz? Also was braucht ein Spiel, dass man trotz einem häufigen Tod nicht aufgibt, dass man trotzdem weitermacht? Das ist ja, jetzt komme ich am besten nicht mit der Theorie um die Ecke, aber vielleicht ist eine der einfachsten Erklärungsmodi das Flow-Prinzip, das sich ja zwischen Unterforderung und Überforderung bewegt. Und wenn ich immer noch den Reiz habe, mich zu verbessern, dann kann ich auch mit Rückschlägen sehr gut leben. Und die fordern mich dann vielleicht dazu auf, mich von diesen Rückschlägen eher motivieren zu lassen. Wenn es zu viel wird, kann es natürlich zum Gesamtabbruch führen. Wie ist es bei den anderen? Auch der Flow? Also ich finde Sterben im Computerspiel furchtbar. Ich finde Frust im Computerspiel furchtbar. Ich kann keine Freude daraus beziehen, tatsächlich irgendwie besser zu werden oder sowas überwinden zu wollen. Es gibt irgendwie in meinem normalen Leben genügend Herausforderungen, an denen ich mich abarbeiten kann. Ich brauche das nicht noch abends, wenn ich auf der Couch sitze. Ich erkenne aber natürlich an, dass 97% der Menschen, die Computerspiele spielen, hier völlig anders geht. Aber tatsächlich, das, was vorher auch gesagt worden ist mit dem Heimcomputer, finde ich deswegen interessant, weil zum Beispiel für mich war das eine unglaubliche Befreiung, als es dann zum Beispiel das Nachbarskind hatte einen C64. Man konnte auf dem C64 speichern, ja. Und das hat natürlich einfach, ich fand das so angenehm, dass du quasi nicht mehr stirbst und dann ganz von vorne anfangen musst, sondern quasi dieses Frusterlebnis reduziert wird und quasi der Tod im Computerspiel, der eben eh schon banal ist und eh nicht besonders viel Konsequenz hat, noch mal weniger Konsequenzen hat, ja, weil man halt die ganze Zeit abspeichern muss. Und bis heute bin ich jemand, der, wenn er in einem Spiel irgendwo speichern kann, ich speichere dauernd. Also ich speichere mehr, als dass ich spiele. Und ich finde es eine große Errungenschaft, das tun zu können. Weil das ist ja irgendwie auch das Schöne an Computerspielen. Im normalen Leben kann man halt nicht speichern. Wenn ich jetzt einen Vortrag halte wie vorher und ich verspreche mich dreimal, kann ich halt leider nicht irgendwie letztes Savegame wieder laden. Und ich finde das total befreiend und ich finde es sehr entspannend, dass das eben im Computerspiel geht. Deswegen bin ich leider nicht besonders prädestiniert, diese Frage zu beantworten, weil ich weiß nicht, was Leute daran motiviert, es anders zu machen als ich. Das geht mir sehr ähnlich tatsächlich. Oh, Gott sei Dank. Oh, sorry. Also ich finde das auch, ich habe da nicht diese Motivation, mich zu überwinden und da irgendwie bestimmte Punkte immer wieder durchzumachen, besser zu werden. Und wenn es so lange dauert oder wenn so weit zurückgeworfen wird. Das eine einzige Erlebnis, was mir da so spontan so einfällt, das ist aber auch ein sehr abstrakter Tod oder eher so ein Ausscheidungsmoment gewesen vielleicht, war bei Fall Guys. Das habe ich letztes Jahr ein paar Mal gespielt. Wo man halt mit sehr vielen Menschen gleichzeitig zusammen über sehr schwierige, aber dennoch sehr niedlich anmutende Parcours was macht man das? Ja, Parcours-Überwindung. Und man fliegt
andauernd raus am Anfang und es ist so schwierig, aber man fliegt auch auf eine lustige Art und Weise raus, dass ich mich selber sozusagen auslachen konnte. Und wenn ich da aber nicht besser geworden wäre, hätte ich das auch wahrscheinlich nach einer halben Stunde wieder ausgemacht. Aber man ist dann so peu à peu weitergekommen, aber das Rausfliegen als solches hat da einfach sehr viel Spaß gemacht, seltsamerweise. Ja, das war nur ein bisschen eine Frage, aber ich glaube, das schließt auch daran an, ob das nicht genau dieser kleine Moment an Frust ist, der einen aber ja irgendwie trotzdem dran lässt. Also der es nicht total einfach macht und wo ich nicht einfach nur durchflutsche, sondern den ich immer wieder überwinden muss. Weil sonst, also oder wann wird's denn, oder wird es nicht irgendwann langweilig, wenn ich nie irgendwie eine Gefahr habe, dass ich scheitere? Ich stelle gerne den Gegenpol. Verzeihung, Christian. Nee, ich habe vorher schon viel geredet. Ich stelle gerne den Gegenpol zu Christiane und Christian dar. Ich bin tatsächlich jemand, der die Herausforderung, wenn nicht gerade zu viel Stress ist, da gebe ich dir völlig recht, im Alltag da. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan, so wie vorhin in deinem Vortrag beschrieben, von Bloodborne, Dark Souls und Sekiro und so weiter und so fort. Das Spannende ist für mich dabei, ich mag es wirklich, mich dabei aufs Spiel zu setzen. So könnte man es ja auch ausdrücken. Und gerade Dark Souls und Co. Haben noch eine neue Komponente für mich, die ich wirklich liebe. Und zwar ist es, was das Spiel in dem Moment mit mir macht. Mhm. Denn wenn ich eins aus Dark Souls gelernt habe, dann ist es Selbstkontrolle. Mhm. Jeder, der sofort mal wütend wird, und ganz ehrlich, man kann in Dark Souls reichlich wütend werden, merkt, dass dann Feierabend ist. Dann kannst du aufhören. Dann kannst du das Spiel zur Seite legen und morgen wieder rantreten. Das heißt, für mich ist es auch eine Art der Selbstbeherrschung, die ich dabei kontrollieren kann. Aber nochmal, ich stimme dir völlig zu, wenn die Alltagsbelastung zu groß ist, dann muss es auch nicht Dark Souls sein. Dann geht auch was Leichtfüßigeres. Ich finde das interessant. Also Dark Souls, das kann man vielleicht ein bisschen ausführen. Und eben Bloodborne, das ist tatsächlich ein großer Hype. Also, weil diese Spiele machen etwas, wo man eigentlich vorher gesagt hat, das sollte man nicht machen aus Game Design Erwägungen, nämlich sie nehmen Spielern etwas weg. Ja, so ein ehrenes Prinzip ist normalerweise, man darf Spielern nicht was wegnehmen. Und dort, wenn du stirbst, dann verlierst du halt den ganzen Fortschritt und die ganzen Erfahrungspunkte und alles, was du gemacht hast und wirst bei Adam und Eva zurückgesetzt. Wenn ich schon drüber rede, kommt wieder in mir hoch, wie wenig Verständnis ich dafür habe, dass sowas gespielt wird. Okay. Aber das ist interessant. Also diese Spiele haben etwas anderes gemacht und eben auch gebrochen mit so einem ehernen Game Design Prinzip. Und ich habe das versucht, bei Dimitri zu verstehen. Ich bemühe mich seit 10 Jahren irgendwie, diese Form von Spiel zu verstehen. Und ich finde das mit der Selbstkontrolle, das ist, glaube ich, genau das Ding. Also ich glaube, es ist so, also das, was du gemeint hast, sozusagen, dass das immer irgendwie schaffbar sein muss, das stimmt halt bedingt für diese Spiele. Also natürlich sind die theoretisch schaffbar, aber ja. Mein Gott, also bis dahin muss man ganz schön viel leiden. Ja? Also man hat dieses, ich schaff das, also die Karotte ist da sehr weit weg, ja? Ja, der man da hinterher häckelt. Und ich glaube eben genau dieses Ding, was er gesagt hat, so diese Selbstkontrolle, was ja auch bei Dimitri angeklungen hat, das ist halt, hat halt weniger vielleicht mit dem Spiel zu tun, sondern irgendwie mit einem selber und was man da halt durchmacht und wie das Spiel einen halt verändert. Und ja, das ist dann schon klar. Also da kann ich zumindest auf so einer theoretischen Ebene nachvollziehen, dass es fasziniert. Ob es Spaß macht, da müsste man noch mehr Überzeugungsarbeit bei mir leisten. Da würde ich aber gerne mal auf eine Sache eingehen, die vorhin im Chat auch geschrieben wurde. Gerade bei Dark Souls ist es so, dass es nie unfair ist. Und dass dadurch etwas Neues Bedeutung erlangt, nämlich der Sieg. Wenn du dich reinfuchst, wenn du das Movement der Gegner auswendig lernst und wenn die das dann später in späteren Teilen auch noch mitten im Spiel verändern, das Movement wird noch mal schwieriger, dann ist das Erfolgserlebnis in diesen Spielen auch vielleicht ähnlich wie im Multiplayer ein echtes Erfolgserlebnis. Mhm. Und du hüpfst vom Sofa auf und springst hoch und denkst dir so, ja, ich habe es geschafft. Und dann zeichnest du am besten noch über Shadowblade die letzten 5 Minuten auf und freust dich tatsächlich. Und das schaffen tatsächlich relativ wenige Games. Da kannst du die goldene Kalaschnikow in Call of Duty freispielen, das kannst du dann erzählen, das interessiert keinen Menschen. Aber in dem Moment war es für dich bedeutsam, ich habe diese Herausforderung gemeistert und es ist ganz eigenartig, dass das plötzlich was bedeutet für einen. Mhm. Ich fand das sehr faszinierend. Vielleicht um nochmal das ein bisschen auf die Spitze zu treiben, es gibt ja durchaus auch Spiele, wo man nicht nur ständig stirbt, sondern jedes Mal, wenn man neu anfängt, auch
quasi ein neues Level vor allem ist, also wo sich das Level an sich verändert, wo man drin startet. Wie ist es denn in solchen Spielen? Und ich meine, wenn euch sowas schon frustriert, vielleicht kann der Martin da auch gleich einsteigen, weil du es wahrscheinlich am besten nachvollziehen kannst. Was hält an einem so, was hält dich an so einem Spiel dran, wo man dann auch noch in ein neues Level wieder geschmissen wird nach einem Tod, weil sich das immer wieder neu aufbaut? Also man nicht im gleichen Level startet, obwohl man eigentlich im gleichen Level starten sollte. Wie ist das für dich? Also da muss ich jetzt den Schwenker Richtung Multiplayer-Games machen. Tatsächlich, oh Gott, jetzt sage ich bestimmt was ganz Schlimmes, ich bin ein sehr, sehr großer Freund der Hardcore-Shooter. Also sprich sowas in der Richtung Squad und dergleichen. Und ich fühle mich, ich habe leider nicht die Zeit wie andere, die Map dann auswendig lernen, sondern ich habe nur gelegentlich, ich fühle mich richtig wohl auf neuen Maps, die ich nicht kenne, weil ich dann gleichzeitig Entdecker sein kann und so ein bisschen das Improvisierte, was ich auch aus dem Alltag so liebe, übernehmen kann. Das heißt, ich fühle mich gerade in diesen Settings eigentlich sehr, sehr wohl. Ich verliere immer dann an Reiz, wenn ich merke, andere haben die Map auswendig studiert und sind dann viel, viel schneller da und machen die Spieloberfläche, ähnlich wie beim Schachspiel, eigentlich zu einem Raster. Das hat auch Christian angesprochen, ludisch-narrative Dissonanz. Das heißt also, ich habe es hier mit einer Oberfläche zu tun, die an Fiktion verliert. Ja, sondern ich habe es eigentlich ganz gerne, wenn die Fiktion mich ein bisschen in ihren Bann ziehen kann. Das macht übrigens, also das ist zwar jetzt keine gute Antwort auf deine Frage, aber beispielsweise ein Metro 2033 oder die Folgespiele, die man ja auch auf Hardcore oder wenn man es zum ersten Mal durchgespielt hat, sogar noch auf dem Ranger-Modus, also nochmal Hardcore spielen kann, dann vertiefe ich mich eigentlich gerne genau in dieses Muster. Ich kann die Spielstory verfolgen und kann gleichzeitig meine persönliche Herausforderung darin suchen. Ich mag das tatsächlich sehr gerne, vor allem, weil man letzten Endes gegen sich selbst spielt. Und das ist für mich durchaus reizvoll. Okay, danke. Wie ist es denn, was unterscheidet denn vielleicht auch so ein bisschen die Inszenierung vom Tod im Spiel eben zum Tod im Theater und wer hat da vielleicht auch voneinander gelernt? Ich fange vielleicht mal ein bisschen an. Oder ich habe nur, klar, im Zuge des Talks ja auch drüber nachgedacht, wie passiert Tod im Theater und mir ist aufgefallen, es gibt eigentlich keinen, und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Aber zum Gaming, dass es im Theater eigentlich oder sehr selten nur einen Tod gibt ohne Funktion. Das heißt, entweder, also irgendwas passiert damit. Entweder, also meistens sind das, wenn es mitten in einem Stück passiert, nehmen wir mal Romeo und Julia, da stirbt erst Mercutio, dann Tybalt und daraus entfacht sich der Konflikt weiter, weil die Figuren, die übrig geblieben sind oder die überlebt haben, für die ist das quasi wie ein Kippmoment oder ein Entscheidungsmoment oder dann wird man irgendwie emotional und dann geht es weiter oder es ist einfach am Ende vom Stück und damit ist das Stück irgendwie aus. Aber somit gibt es im Theater selbst, würde ich eigentlich, also klar, es gibt auch Stücke, wo einfach so gestorben wird, aber es ist selten ohne eine Funktion oder ohne einen Kippmoment. Und ich glaube, das unterscheidet sich tatsächlich sehr doll, eben zumindest von Spielen wie Mario Kart und so weiter, wo ich schnell wieder irgendwie da bin oder Dark Souls. Oder halt dieses Lara Croft-Beispiel, weil das ist ja genau das. Also da Die darf sich quasi nicht verändern, weil es ja dem Gameplay schaden würde. Ja? Also diese Re-Szene ist dazu da, um zu zeigen, hey, Lara Croft ist voll sensibel und da passiert sozusagen was mit dem Charakter. Und dann darf aber Lara Croft nicht sensibel und pazifistisch sein, weil das einfach so. Und ihre Haltung verändern, wie sie durch die Welt weitergeht. Genau. So. Genau. Total. Klar. Aber meine Frage an euch, gibt es... einfach, weil es mich auch wirklich interessiert, gibt es Spiele, wo sich dann der Spielmodus ändert durch einen Tod der SpielerInnen oder einer anderen Figur? Ja, tatsächlich. Ich rede ständig dazwischen. Es tut mir leid, ich habe irgendwie einen Delay drin. Bitte, Christiane. Ich weiß gar nicht, ob ich zuerst war. Ich habe natürlich auch im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht, so Tod und Spiele und so weiter und so fort. Und ein Spiel, was du auch ansprichst, kam, was da sehr eindrücklich ist, ist Brother, A Tale of Two Sons, wo man alleine spielt mit einem Gamepad und aber mit diesem Gamepad zwei Brüder steuert. Und also sozusagen auch die Spielmechanik sehr einzigartig ist und irgendwann stirbt dann einer dieser Brüder und das verändert halt auch so, wie man den, also
verändert alles irgendwie, auch mit der Spielesteuerung und die Spielemechanik greift da halt den Tod nochmal ganz anders auf als normalerweise, wenn man vielleicht ein Leben verliert oder so, sondern da ist es ganz essentiell in dem Spiel, in der Narration, aber auch eben dann in dieser Spielmechanik verankert. Und das finde ich schon ziemlich eindrücklich. Ich würde dem total zustimmen. Das Beispiel mit Lara Croft ist wirklich sehr, sehr treffend und auch leider ein sehr, sehr negativ gutes Beispiel. Aber vielleicht zur Brücke in der Theatralität, hier müssen wir vielleicht unterscheiden. Also es wird ja wahnsinnig viel auf Gegnerseite gestorben im Computerspiel. Und das stimmt schon, das ist maximal eine Punktezahl wert oder sowas in der Art, verpufft dann sehr schnell. Aber auf Seiten der Protagonistinnen, auf der narrativen Ebene, passiert eigentlich viel, was mit Theatralität zu tun hat. Also EA hat vor Jahren mal den Slogan rausgebracht, can a computer make you cry? Also sprich, können wir mit der Maschine dich emotional so sehr erfassen, dass du da irgendwie berührt wirst von? Und einige wenige Computerspiele, mittlerweile auch ein paar mehr, schaffen das durchaus, dass Spielfiguren aufgeladen werden, narrativ aufgeladen werden. Die können dann lieben, die können dann leiden, die können dann sterben. Da ist die Mass Effect-Serie sicherlich auch sehr beeindruckend. Und dann hat der Tod eigentlich eine sehr, sehr theatrale Metapher für mich. Das heißt also, ich werde als Betrachter, in dem Fall sogar als Mitspielender, emotional erfasst und habe dadurch eine andere Bindung zum Spiel. Aber hier müssen wir ganz klar sagen, Computerspiele sind an der Stelle wirklich extrem heterogen und es gibt viele Spiele, die den Tod extrem bagatellisieren. Es gibt andere Spiele, die das halt narrativ machen und auch das hat Christian aufgezeigt, es gibt natürlich einige ganz, ganz wenige Spiele, The Graveyard, die den Tod thematisieren, konkret mit Bezügen zur Realität. Aber das ist wirklich eine große Ausnahme. Also vielleicht auch noch mal was, das wollte ich in meinem Vortrag ansprechen, aber da war ja ich schon zu lang, deswegen habe ich es rausgeschmissen, kann ich es jetzt hier sagen. Ich finde eine Sache interessant, wenn es um die Narration von Computerspielen geht, was den Tod angeht, und das ist der Umgang mit Sterbehilfe. Weil es tatsächlich, also Mass Effect wurde angesprochen, da kommt das zum Beispiel auch vor. Also das Teil, in Teil 1 ist dann so, ist man auf einer Mission und es geht dann darum, ob man eine Maschine abschaltet von jemandem, der dort liegt. Und das ist dann auch in The Witcher, also ein großes Spiel, in einem Add-on geht es auch, ich glaube, das ist ein Geist, der befreit werden muss. Und solche Geschichten sind mir sehr oft begegnet in Computerspielen. Also so irgendwie so, wo Sterbehilfe entweder direkt gestellt wird oder so auch verklausuliert wie eben bei The Witcher und es geht um Geist, der befreit werden will für immer. Und ich habe mich gefragt, woran das eigentlich liegt und ich habe so eine Arbeitshypothese, nämlich ein Merkmal von Computerspielen, was es ja von anderen Medien unterscheidet, wie zum Beispiel dem Theater, ist ja die Entscheidung. Also es ist halt interaktiv. Und die Entscheidung, ob man jemanden weiterleben lässt oder nicht, ist natürlich einfach eine wichtige, große und vielleicht die größte Entscheidung, die wir vielleicht als Menschen überhaupt treffen können. Und vielleicht ist es deswegen gar kein Zufall, dass diese Sterbehilfegeschichten und so diese Frage, was machst du, ne, immer und immer wieder, in vor allem eben diesen Rollenspielen, die eben sehr entscheidungsintensiv sind, immer wieder vorkommen. Ende der Arbeitshypothese. Genau, wenn ich manchmal warte, wenn jemand geredet hat, wundert euch nicht. Nur damit gerade die online dabei sind, auch noch zu Wort kommen und ich euch nicht ins Wort falle. Wie ist es denn? Wir haben jetzt gerade gesagt, im Theater ist der Tod eher nicht banal, der hat immer irgendwie eine Funktion. Oder gibt's auch? Nee, er kann trotzdem banal sein. Also ja. Ich glaube so, also es ist immer die Frage, wie wird er dargestellt und das kann mal banaler oder nicht banaler sein und bla. Aber ja, er hat eine Funktion, das ja. Würdet ihr es gut finden, wenn das auch in Computerspielen stärker so wäre? Also wenn wir jetzt auch gerade wieder mit Blick vielleicht auf Kinder und Jugendliche auch gucken, würde es denen auch irgendwie was anderes vermitteln oder irgendwas an der Aussage ändern, wenn man nach dem Tod nicht direkt wieder an der gleichen Stelle weitermachen kann? Das ist so eine, das rekurriert ja auf so eine Frage, die immer wieder so da ist, ne? Also erstmal ist ja Sterben im Spielen was total Abstraktes. Das haben wir ja jetzt schon so die ganze Zeit besprochen. Und ich meine,
das sehen, es ist auch, wenn man mit Jugendlichen ins Gespräch kommt, das ist ja gerade wie auch vorhin beim Vortrag bei diesem Ausschnitt, wo ein junger Mann erklärt hat, dass es nichts anderes ist als Schach zu spielen, sehr abstrakt und so weiter. Und wenn man mit Jugendlichen ins Gespräch kommt, sehen die das ja sehr ähnlich. Also ich habe zumindest noch nie gehört, dass es in Gesprächen darum ging, dass es jetzt wirklich als Tod im eigentlichen Sinne wahrgenommen wird. Und was aber natürlich wünschenswert ist, so generell sind natürlich sowieso immer neue Themen, die aufgegriffen werden oder neue Geschichten, die erzählt werden. Und da hat sich ja auch in den letzten Jahren noch mal einiges getan, wie Tod vielleicht auch in Form von einer Krankheit oder von psychischen Erkrankungen oder also alles, was irgendwie um das Thema Tod auch herumrankt, auf einer narrativen Ebene aufgegriffen wird. Und das finde ich persönlich spannend. Aber ob jetzt der Tod irgendwie in so Spielen wie Super Mario oder so, keine Ahnung, irgendwie anders dargestellt werden sollte, würde ich denken, eher nicht. Also das ist, weil es einfach, es ist halt ein Teil so einer Spielmechanik. Also es ist halt nochmal was ganz anderes. Aber was Spielmechanik... Nee, fang du an, du hast, alles gut. Das ist wirklich der zeitlichen Verzögerung geschuldet, entschuldige bitte. Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich würde vielleicht ein radikales Beispiel wählen wollen, damit wir... Also die Frage, sollte der Tod anders dargestellt werden? Computerspiele haben sicherlich nach wie vor einen großen Anteil an schlichter, manchmal weniger schlichter Unterhaltung. Und dort wollen wir uns natürlich nicht zwangsläufig mit so schweren Themen wie Tod und Sterben konfrontieren. Insofern wird es weiter Spiele geben, die den Tod auf dieser abstrakten Metapher behandeln. Und das ist auch völlig gut so, ihn quasi lediglich als Element eines spielerischen Scheiterns ansehen. Es gibt aber auch viele andere Spiele, auch viele andere sehr, sehr gute Spiele, die das jetzt schon machen. Und wir haben natürlich auch hier wieder eine Schnittstelle Richtung, letzten Endes auch Jugendmedienschutz. Wie wollen wir den Tod dargestellt wissen? Denn gerade wir in Deutschland sagen natürlich, bestimmte Gewaltdarstellungen akzeptieren wir auch nicht. Und ich habe vorhin schon die Hardcore-Shooter angesprochen, die sich immer in ein möglichst reales Setting bewegen, was ganz selten in Spielen existiert. Und das ist vielleicht nochmal eine Unterscheidung zum Tod, müssen wir auch hinschreiben, ist der Sterbeprozess, also das Leiden. Und man stelle sich jetzt einen Shooter vor, in dem die niedergeschossenen Spielfiguren auch noch schreien und schwere Verletzungen haben. Das wäre sicherlich eine so bedrückende Stimmung, dass viele Spielerinnen das extrem sensibel wahrnehmen würden, vielleicht das Spiel ablegen würden. Einige wenige würden es vielleicht reflektieren und hier vielleicht sogar mit positiven Effekt, oh Gott, Krieg ist schlimm, das sollten wir vermeiden. Diese wenigen, das wäre natürlich eine spannende Herausforderung. Trotzdem haben wir immer wieder den Effekt, weil wir ja nicht zu nah rantreten wollen, auch aus Jugendschutzaspekten, sagen wir, nee, die sollen mal umfallen, vielleicht bleibt sogar nur noch ein kleines Fähnchen übrig. In einer realen Militärsimulation beispielsweise, America's Army, gibt es nicht nur für den öffentlichen Raum, sondern gibt es auch für die Militärs. Damit die nicht erschrocken werden, sind dort keine Leichen am Boden, sondern Fähnchen. Das heißt also, wir haben es immer mit dieser starken Abstraktion zu tun. Wenn wir es mal ganz ernst meinen würden, wie wir in anderen Medien ja schon längst das Ganze haben, dann lässt sich Tod auch anders darstellen. Das wird aber sicherlich kein Massenphänomen werden. Ich erzähle mal nur kurz oder nur ein kleiner Exkurs quasi wieder zum Theater, beziehungsweise in dem Fall aber eher zum Game-Theater oder Theaterspielen, weil... Also quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt das nächste Theaterspiel entwickle, und da gehe ich ja immer quasi von der Situation aus, Zuschauende kommen und werden dieses Spiel spielen, sind live vor Ort und sind aber auch selbst die SpielerInnen. Sie haben auch meistens, oder also es kann sein, dass sie einen Avatar haben quasi, aber zumindest in dem letzten, was ich jetzt gemacht habe, stehe ich als Person auf dem Spielbrett und spiele das. Und wir uns dann natürlich aber auch die Frage stellen müssen, okay, wenn ich jetzt aber verliere oder wie auch immer nicht mehr weiterkomme oder in dem Fall ging es um alle Energie verloren habe, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das ist halt, also klar, da ist dann wieder Theater, füllt dann alles irgendwie immer mit einem Konzept oder mit Inhalt und Narration immer sehr schnell auch viel. Und deswegen ist jegliches Scheitern, ob das jetzt ein Sterben tatsächlich ist oder wie man das rahmt, ist aber dann sofort auch wieder inhaltlich gefüllt. Also was wir, oder ich als Spieleentwicklerin ja automatisch immer mache. Aber ja, es kommt vielleicht auch einfach daher, dass wir von vornherein erstmal auch einen inhaltlichen Antrieb haben, diese Spiele zu entwickeln. Weiß ich jetzt nicht genau, wie sich... Also das ist weniger vielleicht die Unterhaltung, oder die Unterhaltung spielt schon auch eine Rolle, aber es ist auch viel irgendwie erstmal, was man damit jetzt gerade erstmal machen will. Und das Spiel kommt an zweiter Stelle vielleicht. Mhm. Genau.
Nur so ein kleiner Exkurs, wie es quasi auch noch, also genau, also wenn ich glaube, es ist eine andere Sache, weil man, oder was heißt, nee, würde ich gar nicht sagen, ob es eine andere Sache ist oder nicht. Aber man steht quasi als, oder wir haben immer die, oder ich habe immer die Frage, wie gehe ich mit der Verantwortung um, oder was ist zumutbar den Leuten, die dann aber wirklich quasi real im Raum stehen und eben nicht vor einem Bildschirm und das irgendwie abstrahieren. Mhm. Und die Erfahrung war aber tatsächlich, sie abstrahieren es dennoch. Also es ist trotzdem. Was war denn das Krasseste, was du gemacht hast? Das Krasseste? Ja. Nee, also ich kann mal einfach kurz vielleicht erzählen von, so, von dem Spiel, das hieß, oder das letzte Spiel war Utopoly, ein Selbstoptimierungsspiel hieß es, oder ein optimiertes Gesellschaftsspiel. Man spielt Selbstoptimierungsmonopoly, man betritt ein Spielbrett und sammelt eben nicht die Schlossallee oder die Parkstraße, sondern sammelt Fähigkeiten, also Kreativität, Risikobereitschaft, Humor und so weiter. Und man zahlt die ganze Zeit mit Energie. Das heißt, wenn man keine Energie mehr hat, dann war halt total die Frage, okay, stirbt man jetzt? Und das war uns irgendwie zu krass, oder die Metapher wollten wir tatsächlich nicht haben. Und dann war so, okay, aber wie gehen wir quasi gesellschaftlich damit um, dass Leute keine Energie mehr haben? Wir haben es dann nicht Burnout genannt, weil auch das fanden wir irgendwie zu belegt, oder das wird irgendwie, wir als Team fanden es nicht gut, wie mit dem Begriff Burnout oder Schwäche auch umgegangen wird. Aber das war so der Moment, in dem wir uns eben total gefragt haben, wie gehen wir jetzt damit um, dass die Leute quasi keine Energie mehr haben. Und wie habt ihr das dann benannt? Wir haben es dann Grey Zone genannt, und man war einfach für 6 Minuten tatsächlich aus dem Spiel raus. Grey Zone? Grey Zone. Okay. Genau. Also ganz cool. So ein Mittelding, und man musste quasi einen Gang lang gehen, man hatte Kopfhörer auf, ist über Schaumstoff gelaufen und man wurde total geleitet, man sollte auch die Augen zumachen, und es wurde einem alle 20 Sekunden oder sowas gesagt, geh einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, bis man wieder Energie wieder gewinnt und reinkommt. Das ist cool. Und wir hatten aber tatsächlich, wir hatten total Angst, wie reagieren die Leute, also gerade mit diesem, okay, ich habe keine Energie mehr, und es heißt dann auch tatsächlich so, okay, du bist völlig am Boden und kaputt und so weiter. Und wir waren super vorsichtig in der Formulierung und haben danach aber gespiegelt bekommen, wir hätten viel doller sein können. Also wir hätten viel krasser Gesundheit. Wir hätten viel krasser da reingehen können, weil sie die Abstraktion total angenommen haben. Es ist ein Spiel, und das ist, auch wenn ich als Person da drin bin, bin es nicht ich. So. Ja. Also das wäre auch meine Vermutung gewesen, dass das so die Reaktion ist. Also, ja. Also ich, zu dieser Frage mit totem Computerspiel und ob man da noch was ändern kann, also ich glaube, also natürlich gibt es da schon auch eine Entwicklung, also die es ja in anderen Medien halt auch gibt. Also Game of Thrones vor 10 Jahren, also ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht, aber Ende der ersten Staffel, also sorry, also wer jetzt Game of Thrones noch nicht gesehen hat, der, okay, kurze Spoilerwarnung, Ned Stark stirbt am Ende der ersten Staffel, ja, das war ja auch eine totale Sensation, also wie man sowas machen kann. Und jetzt müssen wir mal sehen, ich meine, jetzt haben wir eine echt lange Seriengeschichte und Filmgeschichte, und trotzdem kann man sozusagen dem Tod noch so eine Seite abgewinnen, dass alle Leute sagen so, ey, das gibt's nicht, das hat noch nie jemand gemacht, das ist krass, so, ja. Und das, glaube ich, ist ja interessant. Und wenn, also Stichwort Hardcore-Shooter, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, bei Call of Duty 1 war es so, da ist die Spielfigur gestorben, also in einem Ego-Shooter. Also das war so eine Situation, man ist in so einem Taxi, in so einem Auto, ist gefesselt, wird irgendwo hingebracht, und man wartet die ganze Zeit nur darauf, bis man jetzt hier irgendwo eine Waffe herbekommt, um alle zu erschießen. Ja, und dann wird man halt hingerichtet. So. Und hat dieses Gefühl von totaler Hilflosigkeit in einem Medium-Computerspiel, wo, machen wir uns nichts vor, man es sehr oft auch mit Machtfantasien zu tun hat. Und das war damals eine Sensation, und das war halt einfach, heute passiert das öfter, und das war halt einfach so eine Art Ned Stark-Moment der Computerspiele, wenn man so möchte. Also man hat einfach etwas gemacht, man hat eine Figur sterben lassen, die man normalerweise nicht sterben lässt, nämlich in einem Ego-Shooter den Spieler, der es aus den eigenen Augen sieht. Und ich glaube, solche Sachen, also auch Aeris zum Beispiel bei Final Fantasy, das ist ja auch genauso ein Beginn. Ich glaube, solche Sachen, die aber halt eher eben auf so einer narrativen Ebene anzusiedeln sind,
Das werden wir schon sehen. Also ich weiß nicht genau, was es sein wird, aber das wird sicherlich, wird da was passieren. Es wird dann super interessant sein auch. Einmal der Blick rüber, ob noch jemand was dazu sagen möchte. Ansonsten ist, glaube ich, einiges im Chat passiert. Genau. Der Chat ist sehr aktiv mittlerweile. Wir haben einige Fragen reinbekommen. Ich bin mir sicher, ein paar haben sich jetzt schon beantwortet. Aber zum Beispiel fragt Vestige666, wie habt ihr denn den Tod eines Helden im Videospiel erlebt? Habt ihr da irgendwelche einprägsamen Momente, wo irgendjemand einen Heldentod gestorben ist oder auch tatsächlich einfach nur der Held gestorben ist? Da gibt es natürlich zahlreiche, müsste man sich jetzt überlegen, welchen Helden, allein das Wort ist an der Stelle ein bisschen strapaziert, nimmt man da jetzt? Also ich persönlich fand das zum Beispiel nicht so kritisch, aber Christian hat gerade Call of Duty genannt. In Call of Duty Modern Warfare 2 ist es ja so, dass ein Protagonist, den man vorher schon gespielt hat, dann eigentlich eine Mitspielerrolle hat, der dann vor den Augen des neuen Protagonisten dort stirbt. Und das löste sehr, sehr viel in mir persönlich aus, weil man quasi aus einer Außenperspektive die Figur, die man über viele Stunden begleitet hat, hat sterben sehen. Das ist aber für mich jetzt nicht so wahnsinnig relevant gewesen. Es gibt sicherlich Spiele, ich denke hier nochmal in dem Effect-Reihe, wo ich tatsächlich das Spiel neu gestartet habe, weil diese Art des Endes vom Spielen mir nicht gefallen hat. Also nicht spoilern tatsächlich, da an der Stelle. Weil gut, ich mache das nicht gerade. Ich weiß, dass seit Jahren über dieses Ende diskutiert wird. Ich habe es nie gesehen und es wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn ich so auf den letzten Meter, nachdem ich 10 Jahre jegliche Information dazu vermeiden konnte, jetzt in so einem Relativsatz alles umsonst wäre. Ich wollte nur Bescheid sagen. Alles klar, kein Problem. Vielleicht aber noch eine ganz andere Herangehensweise bei dieser Erfahrung, wie man ein Spiel im Tod letzten Endes erlebt hat oder erfahren hat. Es gab mal vor langer Zeit, eigentlich war das im Rahmen einer Suchtkampagne, den Hero Limp. Das passt vielleicht gut zu seiner Frage, was Helden angeht. Und dort war es so, dass Spielerinnen eigentlich im Rahmen der Suchtprävention ihren Avatar zu Grabe tragen durften. Das heißt also, man geht davon aus, natürlich, wenn ich eine Spielfigur über hunderte von Stunden unter Umständen begleitet habe, sie aufgebaut habe, Charaktereigenschaften, wie du es vorhin genannt hast, also Geschicklichkeit, Stärke und so weiter und so fort, verteilt habe, auch eine real soziale Community sich um diese Spielfigur aufgebaut hat, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gerade im Multiplayer-Modus etc. Oder auch, was Christian in seinem Vortrag sagte, dass Figuren in Multiplayer-Games manifestiert werden als Denkmale, zuletzt übrigens vor ein paar Tagen in GTA auch nochmal der Fall. Dieser Hero Limp hatte eine ganz, ganz spannende Grundmetapher. Das heißt, es ging darum, Abschied herzustellen. Ich habe also die Gelegenheit, meinen Avatar zu Grabe zu tragen, sogar tatsächlich zu Grabe zu tragen. Es gab eine Deutschlandkarte, ich konnte dort einen Grabstein schmücken, konnte sogar einen Text und sogar ein Lied mit dazu bauen und konnte sagen, ich habe sogar eine Gelegenheit, diesen Avatar wieder zu besuchen. Denn der Abschied von einer Spielfigur, man kann sich das gerne für diejenigen, die weniger spielen, auch mit dem Abschied einer sehr, sehr intensiven Romanfigur vorstellen, das kann tatsächlich wehtun. Gott sei Dank ist es mir noch nicht so gegangen, aber im Kleinen, ja, kann ich das nachvollziehen, dass man Abschiedsmomente vielleicht erzeugen oder anbieten können sollte. Also ich hätte etwas, was ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, wie dieses Call of Duty Beispiel, nämlich Diablo, was ich vorher auch gezeigt habe mit dem Friedhof. Da ist es so, dass in dem Teil 2 man plötzlich halt an einer Leiche vorbeigeht und plötzlich feststellt, ja, das ist halt der Hauptcharakter aus dem ersten Teil. Und das ist halt dann aus zwei Gründen so niederschmetternd, weil erstens hat man das Gefühl, alles, was in Teil 1 gemacht hat, war alles umsonst, der Held ist gestorben. Und zweitens liegt er dort einfach. Also es ist quasi kein heroischer, also wir reden über Heldentod, es ist kein heroischer Heldentod, der liegt da halt. Und aus dieser Fallhöhe eben sozusagen, eigentlich ist es der Held, mit dem man irgendwie in Teil 1 60 Stunden alles zerschnetzelt hat und jetzt quasi liegt er einfach dort als Leiche. Das macht das halt so, wie soll man sagen, also genau das schockiert einen dann viel mehr als ein melodramatischer Heldentod, ne? Weil das halt so banal ist und weil es natürlich mit dieser Heldenfigur dann einiges macht. Und das ist so richtig fies. Also, verändert richtig fies. Das auch die Perspektive auf die Spielfigur im zweiten Teil? Also quasi du spielst, also wenn ich es richtig verstanden habe, spielst du ja quasi jetzt eine neue Figur. Ja.
betrachtest du die dann anders? Also quasi bei potenziell, also... Nee, also tatsächlich nicht. Vielleicht bin ich da einfach zu einfach gestrickt. Ich meine, eine Konsequenz wäre ja, dass man sich die Frage stellt, ist das vielleicht am Ende, was ich jetzt mache, auch wieder auch, sinnlos genau. am Ende? Aber soweit habe ich nie gedacht. Muss ich ehrlich sagen. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Wie ist es denn, Christiane, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Tod auf inhaltlicher Ebene. War es denn so oder hattet ihr bei der Play, bei der Computerspielschule online oder auch beim Creative Gaming Award, hattet ihr da schon mal das Thema Tod in einem Spiel oder insgesamt? Ja, schon wahrscheinlich 1000 Mal und immer wieder auch also wenn wir jetzt mit Jugendlichen Spiele entwickeln, dann ist der Tod da auch präsent, weil man in irgendwelche, wenn wir Text-Adventures mit denen entwickeln, dann gibt es halt irgendwelche toten Enden. Ja, du fällst von der Klippe, das Spiel ist zu Ende, fang nochmal von vorne an, also auf so einer ganz banalen Ebene. Aber es gibt natürlich dann auch Spiele, die das nochmal vielleicht auf die Spitze treiben. Wir hatten 2019 war das, glaube ich, ist auch eigentlich nicht so wichtig, wann es war, hatten wir in der Ausstellung beim Play Festival das Spiel Grave Call. Und da ist man tatsächlich in einem Sarg eingesperrt und hat 10 Minuten Zeit, um da rauszukommen. Und das ist ein Koop-Spiel, was man eben zu zweit spielt. Eine Person ist draußen und muss sozusagen interagieren mit der Person, die im Sarg liegt. Und das wäre auch so die Zeit, wenn man lebendig begraben wäre, dass man dann nach 10 Minuten auch keinen Sauerstoff mehr hat. Und das war auf jeden Fall sehr eindringlich. Und das haben auch nicht alle ausprobiert. Also ich muss gestehen, ich habe es nicht gemacht. Ich konnte mich nicht in diesen Sarg legen und den schließen lassen. Also das hat bei mir so krasse Beklemmungen ausgelöst. Aber das war auf jeden Fall ein Spiel, wo Tod oder der vermeintliche Tod nochmal irgendwie auf einer ganz anderen Ebene erfahrbar wurde. Ja. Mhm. Ging es den anderen auch schon mal so, dass sie ein Spiel hatten, wo sie gesagt haben, das hat den Tod so inhaltlich oder ein Theaterstück so inhaltlich so packend, dass man selbst ein bisschen mit zu kämpfen hatte? Also ich hatte mal ein Theaterstück, das ist, also es gibt ja auch viele Zwischenformen, es ist ja selten so ganz klar getrennt alles. Und da ging es ging um die Inszenierung, also man konnte seine eigene Trauerfeier inszenieren lassen. Das war in Oberhausen letztes Jahr und da konnte man entweder die betrauernde Gemeinde sein, also ich glaube, das konnten 8 Leute sein, die quasi eine Trauerfeier besuchen für die Person, oder man konnte die Person sein, die sich betrauern lässt. Und die hat dann natürlich einen längeren Vorlauf, die hat einige Gespräche und sucht dann aus, wie das alles sein soll und ist dann tatsächlich anwesend bei der eigenen Trauerfeier. Mhm. Ich habe es als quasi Gast besucht, aber das ging mir zu nah, irgendwie zu sagen, ich lasse mich jetzt betrauern, also diese Position zu wählen. Auch wenn ich die total spannend gefunden hätte, aber es war irgendwie in dem Moment nicht. Und die Leute, die das gemacht haben, habt ihr mal mit denen geredet, warum sie das gemacht haben? Also ich habe eben nur jetzt eine Person quasi dann auch getroffen, deren Trauerfeier ich besucht habe. Ich glaube, es war einfach Interesse, wie das ist oder sich auch mit dem auseinanderzusetzen. Aber ich habe also nicht konkret darüber gesprochen, nee. Gute Idee. Also ich habe sowas tatsächlich noch nie gehabt. Also es gibt natürlich einfach Szenen, die einfach extrem gewalttätig sind und die man dann vielleicht nicht spielen will oder so. Ne? Call of Duty Teil 2, da gab es eine Szene. Aber eher ja auch dann, also bei Call of Duty, da ging es so, was war in so einem Flughafen und so, und man hat da eigentlich einen Terroranschlag verübt, und da war dann eher auch das Problem, dass es halt auch so banal dargestellt worden ist. Ja, und aber jetzt wirklich, also es ist echt interessant, also ich finde es eine interessante Frage, aber also mir fällt wirklich nichts ein, und das ist eigentlich schade, also das ist so ein Trauerfeier-Moment,
Also ist mir noch nie im Computerspiel begegnet, dass ich sage, eine Inszenierung eines Todes oder von Trauer ist so, so persönlich, dass es mir zu nahe geht. Mhm. Das ist wirklich noch nie passiert. Ja. Ich würde gerne an dem, was Christian sagt, dann andocken und mich gleichzeitig dabei ein bisschen outen. Es ist wahrscheinlich total peinlich und wahrscheinlich bin ich jetzt gleich ein ganz, ganz schlimm, schlechter Mensch. Aber an einer der Stelle, an der ich tatsächlich das Gefühl hatte, das geht mir zu weit, das ging an dem Fall gar nicht um den Tod eines Menschen, sondern um den Pixeltod von Tieren. Mhm. Insbesondere Hunden. Und ich habe mich selbst seit Jahren, frage ich mich, warum es mir was ausmacht, Pixeltiere zu töten, aber Pixelmenschen ist kein Problem. Natürlich hat es was mit meiner Affinität dem Hunden gegenüber zu tun, aber da ist tatsächlich, da versuche ich dann halt eben nicht letale Waffen einzusetzen oder dergleichen was, um überhaupt noch voranzukommen. Da komme ich nicht drüber, über diese Schwelle. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Mhm. Ja, ist manchmal vielleicht auch gar nicht so nachvollziehbar, woran es dann liegt, ja. Wir haben zu der inhaltlichen Ebene auch nochmal eine Frage aus dem Chat. Genau. Und zwar hatten wir vorher ja schon mal kurz ein Beispiel für ein Serious Game, das das Thema Tod behandelt. Nee, war gar kein Serious Game, das war das mit dem Sarg. Aber die Frage aus dem Chat war auf jeden Fall, gibt es Serious Games, die das Thema Tod behandeln und die sich damit auseinandersetzen? Kennt ihr da welche? Habt ihr vielleicht selber schon mal welche gespielt? Ganz kurze Frage, was ist das? Ein Serious Game? Also was versteht man unter dem Begriff? Ein Serious Game ist letzten Endes ein Lernspiel. Bei Serious Games steht normalerweise nicht der Spielspaß im Vordergrund, sondern das, was vermittelt werden soll. Also das sind die Grenzen natürlich fließend. Lernspiel hätte ich jetzt auch mal als eine eigene Kategorie angesehen. Serious Games sind für mich eigentlich Spiele, die ein Thema bearbeiten. Lernspiele sind dann doch etwas, wo es konkret um das Lernen geht. Es ist immer die Frage, wo sind die Grenzen, wann beginnt Serious Games und wann hören sie auf? Aber es gibt natürlich zahlreiche Serious Games, die Tod thematisieren. Viele natürlich nicht ausschließlich alleine, aber mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber ich komme drauf zurück. Ich denke natürlich in allererster Weise an solche Spiele wie This War of Mine, wo ich eine Gruppe von Menschen steuere, eine zivile Menschen in einem Kriegsszenario und dort für das Überleben dieser Personen sorgen muss und die mir dann trotzdem natürlich versterben können. Und ich vielleicht auch dann mich latent dafür verantwortlich fühle, weil es mir nicht gelungen ist, sie ihr Überleben zu sichern. Allgemein endet das Spiel meistens mit dem Tod aller Teilnehmenden. Man kann gewinnen, aber es ist sehr schwierig. Mhm. Und wobei jetzt auch wieder für mich die Frage ist, ist das ein Serious Game? Ich persönlich würde es eigentlich eher als Expressive Games einstufen. Es gibt ein Spiel von einem jungen Vater, der sein krebskrankes Kind in den Tod begleitet. Leider weiß ich den Titel gar nicht. Dankeschön. Das ist natürlich auch sehr eindrucksvoll. Ja, Dead Dragon Cancer ist aus meinem Vortrag auch rausgeflogen. Das ist natürlich immer so das Beispiel, was da sofort kommt. Die Geschichte war, also es war das Ehepaar, die hat ein kleines Kind und das ist an Krebs gestorben und dieses Spiel wurde dann von einer Organisation, glaube ich, finanziert. So eine christliche Organisation, glaube ich, war das, also religiöser Hintergrund. Und was sie gemacht haben, waren dann immer mit so Spielmechaniken, haben sie versucht, das Gefühl nachzustellen, was diese Eltern hatten. Also zum Beispiel gab es eine Ertrinkszene, glaube ich, um halt so darzustellen, diese Hilflosigkeit eben, oder es war sogar eine Mario Kart-ähnliche Szene dabei, aber ich weiß ja gar nicht mehr, was mit der bezweckt wird. Ich muss auch sagen, ich habe das nicht gespielt, sondern ich habe nur das Video gesehen. Und so wie ich haben das nämlich viele gemacht. Das Spiel war, ich weiß nicht, ob es ein großer Flop war, aber es war auf jeden Fall kommerziell nicht erfolgreich. Und man hat auch gesagt, dass das nämlich genau an Leuten wie mir liegt, nämlich die das quasi als Video geschaut haben auf YouTube. Und da ist bestimmt was dran, weil, und das ist wahrscheinlich auch nicht gut, und jetzt bin ich der schlechte Mensch, weil natürlich dadurch das, was sie versuchen, also durch Spielmechanik, das Gefühl, also abstrakt sich dem Gefühl anzunähern, was Eltern empfinden können oder empfinden, was halt die ihr Kind verlieren, das konterkariert das natürlich, wenn man das dann halt auf YouTube schaut. Aber das war zum Beispiel etwas,
Eigentlich ist das vielleicht auf die Frage vor. Es hatte schon einen Grund, wieso ich das auf YouTube geschaut habe, ne? Weil da wollte ich mich tatsächlich dem vielleicht nicht so aussetzen. Also ich war auch da, muss sagen, ich bin auch davon bis heute überzeugt, auch wenn ich es nicht gespielt habe, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Aber das war sowas, wo ich gesagt habe, will ich jetzt wirklich, also ist das das Medium, oder will ich das jetzt sozusagen, will ich das jetzt nachspielen? Und ja, also ich weiß nicht, wie steht denn ihr dazu? Habt ihr das gespielt? Wie ging es euch dabei? Funktioniert das nicht? Ich würde dem gerne eins entgegenhalten, Christian. Ich hatte vorhin das gerade so beiläufig als Expressive Game abgewatscht, aber eigentlich ist das eine Art Kompliment. Ich würde dir zwar zustimmen als Spiel aus Perspektive eines Konsumenten, ich habe es übrigens auch nur per Video gesehen, stimme ich dir völlig zu. Wenn wir aber natürlich das Medium Computerspiel so ein bisschen auch heranreifen lassen wollen, dann finde ich es eigentlich ähnlich, wie auch wir im Rahmen der kulturellen Bildung Leute dazu aufrufen können, Gedichte, Bücher zu schreiben, Musikstücke zu machen, Filme zu drehen, etc., finde ich es eigentlich sehr schön, dieses Medium als Ausdrucksmittel zu gewähren. Und das macht ja auch Creative Gaming, das macht auch Spawnpoint. Und da dann zu sagen, wir geben das Künstler, Künstlerinnen, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, wen auch immer, in die Hand, um zu sagen, drückt euch aus, teilt euch mit. Das finde ich eigentlich das wäre ein toller Schritt in Richtung Reifung des Mediums. Ich würde das sehr befürworten. Also ich ja auch. Also das ist ja kein Widerspruch. Ich bin ja der Erste, der sagt, oder ich bin der Erste, der die Entwicklung begrüßt, dass Computerspiele zu machen nicht mehr so eine arkane Magie sind wie früher, sondern dass es halt heute möglich ist, seine Gefühle, Emotionen, das, was einen bewegt, mit diesem Medium auszudrücken. Ja, das war vor 20 Jahren sehr viel schwieriger. Und dass Computerspiele halt ein künstlerisches Material sind und so. Bin ich voll d'accord, großer Fan davon. Und trotzdem finde ich, kann und sollte man natürlich darüber reden, ob das gelungen ist oder ob bestimmte Dinge, so wie sie dann halt gemacht werden, funktionieren. Also ich bin voll dafür, dass man sie ausprobiert. Ich finde aber zugleich, dass natürlich das Computerspiel in vielerlei Hinsicht halt einfach eine Grammatik entwickeln muss für bestimmte Themen, die noch nicht da sind. Und die wird man natürlich nicht entwickeln können, wenn man es nicht probiert. Aber dazu gehört halt vielleicht auch, dann sich vielleicht auch das Scheitern einzugestehen und es halt dann auf andere Art nochmal machen. Das Beispiel mit This War of Mine ist ja genau das Richtige, weil man hat uns ja über Jahrzehnte oder Jahre erzählt, dass es zum Beispiel niemals ein Antikriegsspiel geben kann. Sei völlig unmöglich, weil genau aus den Gründen, die vorher genannt worden sind, beim Antikriegsfilm wird ja Antikriegsstimmung dadurch gemacht, dass das Leid gezeigt wird und man sich dann angewidert abwendet. Und im Computerspiel ist das sehr viel schwieriger, weil es interaktiv ist und am Ende ist man selber für dieses Leid zuständig und so weiter. Da gab es Versuche und es hieß immer, es ist total schwierig und kaum möglich. Und das War of Mine war aber genau so ein Spiel, das gezeigt hat, ja, selbstverständlich geht das. Wir müssen halt nur etwas ganz Einfaches machen, nämlich die Opfer zeigen. Und das, die ganze Kriegsgeschichte aus Sicht der Opfer erzählen. Zack, fertig, Antikriegsspiel. Und ich glaube, mit Krankheit und Tod ist es sehr ähnlich. Also da glaube ich, ist halt Dead Dragon Cancer ein wichtiger Versuch, der so zeigt, okay, so kann man es machen, der vielleicht andere Leute aber halt auch inspiriert, vielleicht andere Wege zu gehen, um dann eben solche Themen irgendwie im Medium Computerspiel eine adäquate Form zu geben. Aber ich habe die Befürchtung, also ohne es eben gespielt zu haben, leider Gottes, dass es Dead Dragon Cancer noch dieser Schritt davor ist. Oder Christine, hast du es gespielt? Ich habe es tatsächlich auch nicht gespielt, okay. Sondern also auch so wie ihr. Nur, vielleicht ist es genau die Antwort darauf, dass wir alle nur das Video geguckt haben, weil das vielleicht als Spiel nicht unbedingt überzeugen konnte, aber von der Idee her, also dass so ein wirklich furchtbar ernstes, trauriges Thema aufgegriffen wird und man das als Spiel, also ich finde auch, man kann auch schon fast sagen, sich traut, das als Spiel aufzugreifen. Man spricht ja auch teilweise, wenn das nicht so gelingt, von Gamifizierung, von Schicksalen oder so. Und in dem Fall, finde ich, ist das halt
ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen, dass es mal Aufmerksamkeit bekommt, dass es möglich ist, ernsthafte Themen aufzugreifen. Aber es ist in dem Fall, also auch mit diesen Analogien, wie man sich fühlt und wie das dargestellt wird, das war zu plastisch. Also das war irgendwie so ein bisschen, ja, das hat für mich auch nicht funktioniert. Aber es ist trotzdem, also es ist ja, es zeigt, wie es rezipiert wurde, dass es so viel diskutiert wurde, dass es ein wichtiger Schritt war, denke ich, dass man eben doch solche Themen aufgreifen kann. Und ich wünsche mir das auch sehr, dass das noch öfter passiert, dass es auch andere Möglichkeiten eben, oder dass da die Möglichkeiten noch stärker ausgeschöpft werden, dass man eben nicht nur die narrative Ebene hat, dass man Sachen aus verschiedenen Perspektiven zeigen kann, was du ja auch schon meintest gerade, Christian, mit This War of Mine. Es ist einfach, da ist es halt total aufgegangen. Also man kann fast nichts tun und es ist super frustrierend und wenn man das Spiel spielt, finde ich. Und es ist gleichzeitig so ein Meta, auf so einer Meta-Ebene macht es dann irgendwann Klick und man versteht, okay, was mache ich hier eigentlich? Also das ist, ja. Und es ist ein gutes Spiel. Also es ist halt, also das War of Mine ist wirklich ein gutes Spiel. Also es ist ein sauber designtes, unterhaltsames Spiel. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es Spaß macht direkt, aber es unterhält. Und also das ist wirklich, also das War of Mine, da würde ich wirklich die Meilensteinbewertung zücken. Das ist schon sehr gut. Genau, die es gespielt haben, auch können ja gerne im Chat mal schreiben, wie es ihnen vielleicht dabei ging, die nicht nur das Video gesehen haben. Und ich glaube, ein anderes Spiel ist im Chat auch noch ganz schön dabei. Genau, wir haben ganz viele Spiele bei uns im Chat, aber ein Spiel, das immer und immer wieder aufpoppt, ist Life is Strange. Habt ihr Life is Strange gespielt? Habt ihr davon was gehört? Hast du schon mal was gesehen? Ich habe nur reingeguckt. Ganz klein bisschen, ich kann nicht drüber... Noch nicht. Ich habe es nicht gespielt, tatsächlich. Ich habe mit Studis einen Teil angespielt. Genau. Genau, gespielt und es ist ja in Staffeln aufgeteilt und es gab auch mal ein Prequel dazu und aber ich habe nach der zweiten Staffel oder so bin ich irgendwann. Also ich bin noch nicht weiter, ich würde nicht sagen, ich bin ausgestiegen, ich pausiere. Aber es ist auch ein Spiel, was mich gepackt hat, weil es da um schwerwiegende Entscheidungen geht, weil es um viele persönliche Geschichten geht und auch um tatsächlich um ernsthafte Themen. Und es ist trotzdem ein gut gemachtes Spiel. Genau, ich glaube, der Chat würde haltlos empfehlen, dieses Spiel unbedingt mal zu spielen. Ein weiteres Spiel, über das gesprochen wurde gerade eben, war Spec Ops The Line, gerade beim Thema Anti-Kriegsspiele. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass This War of Mine irgendwie als Anti-Kriegsspiel gut funktioniert. Funktioniert Spec Ops The Line auch? Und wenn ja, funktioniert es anders oder ähnlich? Es funktioniert schon. Ich finde, es funktioniert nicht so gut wie This War of Mine. Aber es funktioniert, finde ich, schon. Also das Spec Ops The Line, kann man vielleicht sagen, ein Berliner Studio gewesen. Das Spiel hatte ein bisschen das Problem, dass es kein gutes Spiel war. Also es war ein Shooter, oder ein Third-Person-Shooter, allerdings kein besonders guter, so von der Technik, also so vom Gameplay und so. Hat sich damals auch nicht gut verkauft. Ich glaube aber, dass dieses Spiel so ein Grower ist, also so ein Spiel, das eben immer wieder genannt wird. Und ich glaube, dass das schon jetzt so langsam, aber sicher sich so seinen berechtigten Platz in der Spielhistorie erobert. Und um was es da halt ging, ich glaube, eine Söldnereinheit irgendwo im Nahen Osten, Dubai oder so, ging das los. Und hat dann eben auch sich an Kriegsverbrechen beteiligt oder die herbeigeführt auch. Und man hat die Konsequenzen davon gesehen. Und das war quasi der Twist. Und es war halt eigentlich im Prinzip genau die Idee, diesen alten Archetyp von das Herz der Finsternis oder sowas, ne? Also das ist ja so genau diese Geschichte, man geht irgendwo rein, will irgendwie
guten Krieg führen und macht sich dabei die Hände total schmutzig. Und im Prinzip war es das genau. Und ich weiß nicht, ob das Spiel, also es ist, ich glaube, es war noch nicht das perfekte Antikriegsspiel. Ich glaube, es war noch nicht so, wie es sein muss, weil es eben, glaube ich, diese aus dem Film kommend, aus dem Buch kommt, eben Herz der Finsternis und sowas, genau diese Schablone übers Computerspiel drüber gelegt hat. Und das funktioniert einfach in den seltensten Fällen. Also das Computerspiel gehorcht anderen Regeln. Und es ist halt anders als im Film, dass du im Kinosessel sitzt und dir denkst, boah, das ist echt krass und das ist echt furchtbar. Im Spiel geht man dann halt so an diesen Leichen vorbei, die dann halt die da halt verbrannt sind und so, und es wird dann auch so inszeniert, aber es ist natürlich, auch dort hat man das Problem der ludonarrativen Dissonanz, also vorher hat man geballert und danach und keine Ahnung, und also ich würde sagen, das war auch ein Versuch, aber ich finde einer der besseren Versuche, aber es war halt auch nur ein Versuch. The Spec of the Line hätte ich einen großen Vorwurf, obwohl ich Christian insgesamt völlig zustimme in dem, was er gesagt hat, aber ein großer Vorwurf hat mich bis heute nicht losgelassen in dem Spiel. Du hast von den Kriegsverbrechen gesprochen, das heißt, ich werde aufgefordert, weißen Phosphor zu werfen, und im Nachhinein stellt sich raus, es waren Zivilisten. Genau. Das Problem ist, dass, und da sind wir wieder bei der narrativen Ebene, dass ich an der Stelle als Spieler und Spielerin keine Verantwortung übernehmen kann, weil das ist unvermeidlich. Das heißt also, diese Szene wird erzwungen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr protestiert als Spieler in dem Moment, weil ich dem gar nicht entgehen konnte. Und es wird mir aber nachher vorgeworfen. Und das haut nicht hin. Während, und das finde ich auch spannend, an anderen Stellen, ich wahrscheinlich aufgrund der Monotonie, mit der man Spiele spielt, gar nicht gemerkt habe, dass ich eine Entscheidungsmöglichkeit hatte. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Gegner auf mich zurennen und man ad hoc schießt man natürlich auf die Gegner. Man kann auch in die Luft schießen, dann rennen sie nämlich weg. Ja. Aber das wusste ich gar nicht in dem Spiel. Das heißt, das musste mir dann später erst jemand sagen. Das heißt, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, bei Spec Ops the Line, es hatte richtig gute Absichten, die aber teilweise nicht geschickt transportiert wurden. Es hätte nicht viel gefehlt, glaube ich. Also das ist auch so ein Spiel, bei dem ich mir vorstellen kann, wenn man das nochmal anfassen würde, ein schönes Remaster machen würde, sich ein bisschen überlegen würde, wie man genau an diesen Knackpunkten da nochmal nacharbeitet mit dem, was wir heute wissen über Computerspiele, was wir heute gelernt haben, so mit, welche inszenatorischen Mitteln gibt es da vielleicht noch, und who knows, ich glaube, dann könnte das schon was Gutes sein. Wie ist es denn, Carmen? Du hast erzählt von dieser Trauerfeier, die ja doch irgendwie nochmal eine andere Ebene ist, weil es ja um eine Person geht, die irgendwie in dem Raum ist. Spielt man da anders? Also macht das was mit einem? Wie war das für dich? Ja, voll. Weil ich das Gefühl hatte, ich muss ja irgendwie, also ich kann mich gar nicht verhalten, wie ich gerade möchte, aus Respekt. Mhm. Weil ich, also ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist gerade total egal, quasi so. Deswegen verändert das total, wie ich da rein oder rangehe. Ich finde aber, ich habe tatsächlich lustigerweise selber mal davor eine sehr ähnliche Arbeit gemacht, die, da waren es eben nicht nur 9 Leute, die anwesend waren, sondern 100, und man hat wie gemeinsam eine Trauerfeier gemacht. Und das war irgendwie, fand ich insofern, oder nochmal einen anderen Twist, aber ich glaube, es hat deswegen aber auch die Leute vielleicht anders gepackt, weil es um alle ging und damit keiner einzeln rausgestellt wurde, man damit aber auch in der Masse verschwinden konnte. So. Mhm. Oder jeder sich den Moment nehmen konnte, wenn man will oder auch nicht. So. Ist es denn so, dass einem dann die Künstlichkeit der Situation dann nochmal extra bewusst wird? Also ich meine, es ist eine nachgespielte Trauerfeier, ja. Das ist ja ein super ernstes Thema, jeder hat Bilder und so von Trauerfeiern im Kopf. Wenn man das im Theater, dann tut einem doch die Theatersituation doch erst recht auffallen, oder kann man sich davon überhaupt lösen? Ja und nein. Also total, es ist eine mega artifizielle Situation, und das ist auch, also klar, total künstlich und ästhetisch auch total gefasst gewesen so. Mhm.
Und trotzdem sitzt da ja irgendwie 3 Meter vor mir die Person, die das gerade total ernst nimmt. Ja. Und diese direkte, also mit dieser Person im Raum zu sein, da kann ich gar nicht, also klar bin ich dann total im Theater, und trotzdem war dieses Gefühl zu dieser Person nochmal viel stärker, bei mir zumindest. Dass ich das eigentlich, genau, das war viel präsenter tatsächlich in dem Moment. Wenn wir zum Gaming gucken, wie sie, ja? Nee, ich überlege gerade, wie kriegt man da wieder die Brücke zum Game zurück? Ich habe mir schon was überlegt. Gut. wenn wir zum Gaming gucken, wie ist es denn da? Spielt man da auch anders, wenn man weiß, wenn man jetzt stirbt, dann ist es halt nicht wie bei Mario Kart, man fängt an der gleichen Stelle wieder an, sondern man muss von vorne beginnen und vielleicht vor allem dann nochmal, wenn man nicht alleine spielt, sondern wie Martin vorhin gesagt hat, dann Multiplayer-Spiele spielt. Also wie verändert das Spiel? Das sind eigentlich 2 Fragen, weil das eine klang jetzt so ein bisschen nach Permadeath und das andere ist der klassische Multiplayer, wo Permadeath meines Wissens nach, kenne ich zumindest keins, das Schlimmste, was einem wahrscheinlich passieren kann, sind lange Wartezeiten, wenn man beispielsweise nicht rundenbasiert wieder nur rundenbasiert wieder einsteigen kann. Ich hatte lange Zeit in einem Clan gespielt, der genauso ein Spiel gespielt hat, wo man halt eben, wenn man gestorben ist, musste man abwarten, bis die Runde wieder startete. Ich fand das ehrlich gesagt ganz gut, weil ja auf diese Art und Weise natürlich unglaubliche Entschleunigung stattgefunden hat und ich natürlich auch zugleich Spielender war und Zuschauer des Szenarios, auch viel lernen konnte von dem Spielverhalten dann der anderen. Manchmal war es ein bisschen eigenartig, wenn man der letzte Überlebende war und man wusste, dass alle anderen einmal über die Schulter schauen, das löst einen gewissen Druck aus. Aber das ist für mich nicht so relevant. Dieser Permadeath, der ist da schon deutlich interessanter. Der hat aber mit Multiplayer-Spielen nichts zu tun. Und das ist natürlich etwas, was einem die Spielfigur noch mal sensibler macht. Das heißt also, ich habe noch mal mehr Anspruch, hier unglaublich gründlich vorzugehen und riskiere einfach echt einfach Realzeit, die ich da reingesteckt habe. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, da bin ich dann doch wieder bei Christian, weil das ist zum Beispiel nichts, worauf ich Lust habe. Das ist mir dann zu, weiß ich nicht, da bin ich wahrscheinlich dann tickig zu ökonomisch da. Die Zeit habe ich nicht, um das reinzustecken, dann wieder von ganz von vorne zu beginnen. Da ist mir einfach das Risiko zu groß. Ja. Ja, das Thema Permadeath kommt bei uns im Chat auch immer wieder auf. Wir hatten vorher schon mal eine Frage. Ist beim Online-Spielen das Löschen des Accounts oder das nie wieder einloggen nicht der wahre Tod? Und dann später auch nochmal mit der Ergänzung bzw. das Löschen des Speicherstandes in Singleplayer-Spielen. Ja, also würde ich so unterstreichen wollen. Deswegen hatte ich ja vorhin auch die Notiz Richtung Hero Limp gebracht. Und da bin ich persönlich bei einer ganz interessanten Erscheinung für mich. Ich liebe ja Screenshots zu machen und halt eben nicht nur zum rein Festhalten, sondern tatsächlich auch nur mit einem gewissen ästhetischen Anspruch. Und tatsächlich sind das dann für mich so eine Art Urlaubsbilder, die mich an die Zeit erinnern, in der ich das gespielt habe. Und so blicke ich dann quasi auf die Zeit zurück. Wie so Schnappschutz letzten Endes. Und ja, ich würde dem völlig recht geben. Das ist eigentlich, wenn man schon Analogien zum realen Tod sucht, dann sind sie aber längst noch nicht dort, wo der reale Tod eigentlich platziert ist, dann sind sie dort zu verorten. Ja. Vielleicht können wir aber nochmal eine Unterscheidung machen, wenn wir Analogien zum realen Tod suchen, dann haben wir es natürlich mit einem Konflikt im Wesen des Spiels zu tun, weil natürlich das Wesen des Spiels als in einem Schutzraum, frei, wiederholbar, experimentell und so weiter und so fort, letzten Endes der Linearität des realen Lebens komplett widerspricht. Und deswegen ist ihr aber auch Spiel so wichtig in unserem Leben, weil wir dort experimentieren können, ohne das Risiko zu tragen, dass unsere Handlungen endgültige und reale Folgen haben. Insofern steht eigentlich das Spiel fast schon in einer philosophischen Art und Weise dem Leben gegenüber und gleichzeitig ist es dessen Grundlage. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, damit zu agieren. Also dieses Löschen des eigenen Online-Charakters, das kann man ja noch mal, also da kann man noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar werden ja auch ganze Spielwelten gelöscht. Also es gibt ja Online-Spiele, also es gab ein Star Wars-Spiel zum Beispiel. Das war nicht so erfolgreich, es war so ein Online-Spiel wie World of Warcraft und irgendwann hat Sony gesagt, nee, wir tun dort den Stecker ziehen. Und dann war es sehr interessant, was da passiert ist, weil man wusste quasi, ja, diese Welt, in der wir sind, dieser Third Place quasi, ja, da ist das wieder, der wird jetzt demnächst untergehen. Ja. So in 3 Monaten
ist unsere Welt weg. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass die Leute, keine Ahnung, die haben große Partys gemacht in dieser Welt, haben nochmal Stadtführungen gemacht. Hier haben wir angefangen mit diesem kleinen Haus und schau dir das jetzt an. Leute haben plötzlich angefangen, ihr Zeug zu verschenken. Hey, hier diesen geilen Gleiter, den wolltest du doch schon immer mal ausprobieren. Hier gehört dir. Ist ja auch wurscht, in 2 Monaten ist ja alles vorbei. Ja. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, ob es in der realen Welt ähnlich wäre oder nicht. Aber das ist natürlich auch, und das ist ja etwas, und ich meine, dann sind ja diese Welten wirklich unwiderruflich weg. Also man kann Fotos machen, das wurde dann auch gemacht, es wurde dokumentiert. Es gab auch einen ähnlichen Fall von so einem Matrix-Spiel, da sind dann alle Leute am Ende so in die Matrix entschwunden und da gibt es natürlich Videoaufnahmen. Und bei dieser Star Wars-Welt, da kamen dann auch irgendwelche Raumschiffe und haben die dann zerstört und da gibt es auch Videoaufnahmen vom Ende dieser Welt. Aber wir werden nicht mehr nachspüren können, was es war, diese Spiele gespielt zu haben. Also werden wir ja bei anderen Spielen die irgendwie wiederherstellen können, auch wenn das kompliziert und schwierig ist und was weiß ich. Wir werden nicht mehr nachvollziehen können, ich glaube Star Wars Online heißt es, was es Mitte der Nullerjahre bedeutet hat, Star Wars Online zu spielen. Ich meine, natürlich kann man vielleicht das Spiel auf einem Server installieren und kannst irgendwie 10 Leute suchen und das zusammen spielen. Okay, ist aber nicht dasselbe, wie es halt damals war, als es halt 250.000 gespielt haben. Und das finde ich, also da ist sowas auch, so eine Unwiederbringlichkeit ist da drin. Also wo einfach digitale Artefakte, diese dritten Plätze eben, diese Third Places halt einfach unwiderruflich verschwinden, weil natürlich das konstituierende Moment dann eben auch das Soziale ist und nicht nur das rein Technische. Und das Soziale lässt sich halt nicht mehr herstellen. Aber ich habe gerade ohnehin das Gefühl, je länger wir darüber sprechen, dass quasi die Verbindung zu quasi zum realen und also zwischen dem Computertod und dem realen Leben ist tatsächlich die verstrichene Zeit. Also ob das jetzt ist, dass du Martin sagst, du machst Screenshots, um dich daran zu erinnern, oder man sagt, okay, ich habe da jetzt so und so viel Zeit reingesteckt und dann ist so ein Tod so schwerwiegend, weil ich tatsächlich stundenlang dran gespielt habe und es wieder nicht geschafft habe oder so, oder dass ich es immer wieder versuche, aber dass quasi dieses Verstreichen von Zeit quasi ja diesen Tod immer wieder auflädt. Ja, ich glaube, das ist wie früher mit dem Geld. Also früher hat man halt an der Spielautomat mit Geld bezahlt für den Tod und heute bezahlst du mit Zeit. Ja. Und irgendwie dann doch vermutlich wieder mit Geld. Also da haben sich, glaube ich, einfach nur die Ressourcen geändert, die da auf dem Spiel stehen, würde ich jetzt behaupten. Ja, dem kann ich komplett zustimmen. Also ja, es ist eine Ressource, die man investiert, aber welcher Art die ist, spielt eigentlich an der Stelle gar nicht, glaube ich, so eine große Rolle. Der Tod gewinnt für mich dort wegen nicht an, also es bleibt, wie ganz am Anfang von Christian gesagt, es bleibt alles sehr, sehr abstrakt. Und wenn wir Spiele suchen, die direkten Bezug zum Thema Tod nehmen, dann sind die eher selten. Aber vielleicht darf ich noch einen Schwenker machen in eine andere Richtung, was mich beispielsweise beschäftigt, oder vielleicht auch eine Frage an die anderen Diskussionsteilnehmerinnen. Wir haben ja doch mittlerweile einige Spiele, die töten, nicht tot, sondern töten in einer Art und Weise darstellen, virtualisiert darstellen, die sehr an reale Tötungsprozesse erinnert. Ich darf hier an Drohnendarstellungen erinnern beispielsweise, also sprich, wenn, keine Ahnung, Apaches oder sonst irgendwas in der Art schweben. Das kennen wir auch aus Call of Duty Modern Warfare 1, das kennen wir aus Arma und Co. Und da stelle ich mir schon manchmal die Frage, inwieweit, und wir wissen ja, das ist eine uralte Debatte, aber es ist nach wie vor ja nicht von der Hand zu wischen, wir wissen natürlich, dass die Interaktion der Prozesse sehr dem ähneln, was reale Soldaten an Drohnen dort tun. Und das ist für mich dann deshalb so spannend, weil hier die Frage der Verbindung nicht mehr nur, wie viel Krieg steckt im Spiel, sondern auch, wie viel Spiel steckt mittlerweile in modernen Kriegen. Das geht vielleicht über das Thema heute hinaus, aber es ist für mich schon sehr prägnant, wie nah lassen wir den Tod kommen, vielleicht sogar mit einer anderen Frage verbunden, denn einer der Gründe, warum vielleicht der Tod heutzutage in Medien auch teilweise in drastischer Form auftritt,
könnte, auch hier nur eine steile These, ja sein, dass wir den Kontakt zum realen Tod ein wenig verloren haben. Das heißt also, wenn wir von ganz weit zurückdenken, Leichen wurden aufgebahrt, man konnte sich verabschieden etc., solche Prozesse finden eher selten statt. Und wir wissen, dass wenn wir etwas kompensieren, das nie nur so kompensieren, sondern meistens eins drüber gehen. Das heißt also, es reicht halt heute nicht mehr, Tod so darzustellen, dass eine Leiche aufgebahrt ist, sondern wir wollen in Autopsie und Co. wissen, wie das alles aussieht, trennen die Körperwelten etc. Das heißt also, die Entfernung vom realen Tod, und da reden wir nicht von einem Computerspielphänomen, sondern wir reden dann von einem gesellschaftlichen Phänomen, führt vielleicht zu einem gewissen Bedürfnis auf medialer Ebene. Und wie Jürgen Fritz das ja schön gesagt hat, Medien machen nicht satt, sie machen hungrig. Ja? Und das sind sehr große Debatten, die wir an der Stelle diskutieren könnten, vielleicht auch sollten, weil sie natürlich dann das machen, was ich ja sehr mag, die Zusammenhänge zwischen Gesellschaften und in dem Fall Computerspielen, Medien insgesamt zu diskutieren. Und das sind vielleicht auch sehr prägnante Geschichten, denn wir sollten vielleicht auch darüber hinaus denken, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und dann können wir durchaus auch Anklagen formulieren, das oder das ist eigentlich nicht das, was wir in Medien haben möchten, weil es uns dann doch beeinflusst. Also Computerspiele bieten ja auch an, Gesellschaften zu konstruieren, nicht nur zu rekonstruieren, auch zu konstruieren. Ja, ein paar denkende Blicke. Wollt ihr dazu noch was sagen? Sonst? Also nur, wenn niemand anders möchte. Von mir aus auch rein. Weil ich finde den Gedanken sehr spannend. Wäre auch, jetzt sage ich schon zum dritten Mal, wäre auch fast Teil meines Vortrags geworden, nämlich die Leiche. Also in Spanien, also wo meine Mutter eben herkommt, da werden die Leichen aufgebahrt. Und ich weiß nicht genau warum, aber meine Oma hatte einen unglaublichen, die hatte so einen Spleen, dass sie es total super fand, die Leichen zu sehen. Die ist immer nur auf die Begräbnisse gegangen, um die Leichen zu sehen. Warum auch immer. Und ich habe da immer viel drüber nachgedacht, weil ich mir so dachte, krass, ich habe wahrscheinlich hat noch nie eine Generation so viele Leichen gesehen wie wir und darunter so wenig echte Leichen. Ja? Eben genau das Gegenteil von meiner Oma, die hat extrem viele echte Leichen gesehen und kaum eine virtuelle. Und ich finde es dann interessant, also weil Leichen, also ich habe darüber auch meine Sendung gemacht und dann habe ich auch meine erste Leiche gesehen, weil ich bei so einer Leichenwäsche dabei war. Und die Leichen im Computerspiel, surprise, surprise, haben natürlich mit einer realen Leiche überhaupt nichts zu tun. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt. Also ich glaube, dass tatsächlich einfach die Tatsache, dass wir so viele Leichen im Computerspiel halt produzieren, einfach damit zusammenhängt, dass es halt sehr interessant ist, eine Waffe abzufeuern zum Beispiel. Das ist eine interessante Mechanik, also da darf man sich nichts überform machen. Das ist halt Aktivität und das ist halt einfach, da passiert was. Ja, das ist einfach so ein Ding und ich würde das eher an solche Sachen verorten. Und ich glaube auch, dass diese These, mit dem wir sehen immer mehr Leichen, und das ist quasi eine Reaktion auf die Tabuisierung des Todes, auch schon nicht mehr so ganz taufrisch ist. Also ich glaube, das ist etwas, was auch schon in den 70er Jahren zum Beispiel sehr viel diskutiert worden ist. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt der Tod jetzt noch mehr tabuisiert wird und deswegen die Leichen in Computerspielen oder irgendwie umgekehrt. Also mein Verdacht wäre, dass es etwas anders ist. Und das mit dem Krieg und mit den Drohnen, das finde ich mega spannend. Und ich glaube, dass man da einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach die völlig falschen Diskussionen geführt hat. Das ist auch schon angeklungen. Wir haben irgendwie darüber diskutiert, ob man hier irgendwie grünes Blut oder ob das Blut rot sein darf und ob die Figuren menschenähnlich sein sollen oder nicht und so weiter und so fort. Und was ich total spannend fand, ich habe auch mal eine Filmserie über die Killerspieldebatte gemacht für ZDF, als ich die aufgearbeitet habe. Und das erste Spiel, was in Deutschland indiziert worden ist von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals, war River Raid 1984.
Da fliegt man mit so einem Pixelflugzeug über so einen Pixelfluss und schießt andere Pixelflugzeuge ab. Und damals hat man halt gesagt, ja, das ist eine paramilitärische Ausbildung, das können wir nicht zulassen, dieses Spiel muss auf den Index. Und Generationen, inklusive mir, von SpielerInnen haben sich darüber lustig gemacht, dass dieses Spiel auf den Index gelandet ist. Heute muss ich sagen, wenn man sich die Begründung damals durchschaut, dann sagen die, beurteilen die sehr stark vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und sagen, wir wollen einfach nicht, dass Kinder Krieg spielen. Und ich finde das eine viel konsequentere und logischere Argumentation, als zu sagen, wir wollen hier kein rotes Blut oder hier fällt ein Arm ab oder keine Ahnung. Weil, gerade weil, wenn der Krieg nämlich sehr clean dargestellt wird, da geht doch sehr viel mehr Gefahr von aus. Die Gefahr geht doch sehr viel mehr von einem Strategiespiel aus, in dem überhaupt kein Gliedmaß, kleine Gliedmaßen abfallen, sondern wo man halt einfach total neutral hier irgendwelche Einheiten verschiebt und Panzerverbände, was ich, by the way, sehr gerne mache in meiner Freizeit. Ich liebe solche Strategiespiele. Aber das ist doch möglicherweise doch viel, also tut doch viel mehr das Bild eines cleanen oder sauberen Krieges vertreten, als jetzt irgendwie ein Shooter oder sowas. Und ich finde, über diese Position kann man auch streiten. Ich habe die zum Beispiel jetzt auch gar nicht unbedingt, also ich würde solche Spiele gar nicht so kritisch sehen, aber ich finde, dass man halt diesen Punkt durchaus machen kann und dass solche Punkte viel mehr diskutiert werden müssen, als jetzt die Frage, ob jetzt ein Spiel gewalttätig ist. Weil auch ein Spiel, das sehr gewalttätig ist, kann ja vielleicht irgendwie zum Thema Krieg und Frieden eine durchaus interessante Botschaft vermitteln. Also da wird einfach Form und Inhalt durcheinander gebracht. Und das ist das Problem. Und bei dem Drohnen-Ding, da war es ja genau das Interessante, dass Call of Duty diesen Move gemacht hat, Call of Duty 1. Man schießt als quasi als Drohnenoffizier und das sind tatsächlich nur diese Panzer, die auf diesem körnigen Bild da schwarz-weiß vorbeigehen. Und dann kommt die Kamera und tut quasi, das geht so nach unten und plötzlich ist man in diesem Kriegsgeschehen. Und das war ziemlich raffiniert, weil das nämlich genau das gezeigt hat, hey, das macht der Drohnenmensch, aber der Drohnenmensch, davon gibt es halt reale Konsequenzen, was ja in der Realität auch so ist. Viele dieser Drohnen-Operators leiden ja unter posttraumatischen Belastungsstörungen und sowas, obwohl sie so weit distanziert sind. Also da glaube ich, wenn das halt klug gemacht wird, könnten Spiele da so einen interessanten Beitrag leisten. Aber dazu muss man halt diese bekloppten Diskussionen aus der Vergangenheit mal überwinden. Im Bereich der Spiele diskutieren wir ja oft darüber, über Gewaltdarstellungen. Das ist ja, also oder allgemein, wenn es um digitale Medien geht, wie ist das denn im Theater? Wird da auch geschaut? Inzwischen findet da auch viel Debatte statt, quasi was reproduziert man? Also was an Gewalt reproduziert man körperlich, verbal in Bildern oder auch nicht? Total. Und wo macht man da Unterschied? Also das ist die Frage, wie man fragt tatsächlich. Ja. Das ist ja unterschiedlich. Also es fängt doch an bei, will man Vergewaltigungen noch so zeigen? Wie stellt man das? Will man das darstellen? Wenn ja, wie muss man das darstellen? Und so, ich glaube aber halt, der Unterschied, oder ja, was heißt der Unterschied? Das ist gar nicht immer so ein Schwarz-Weiß-Ding. Aber inwiefern ich kann nur von mir sprechen, so im Theater, finde ich, oder bei mir ist so ein bisschen die Schwelle, dass, also man reproduziert das an lebenden Menschen. Also ich mache das gerade nicht an einem Avatar irgendwie, sondern ich mache das an einer anderen Person. Aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, nein, also ja, da ist bei mir tatsächlich immer so ein bisschen eine Grenze, wo ich sage, was möchte ich tatsächlich, dass eine andere Person auch so nochmal erlebt. Und ich habe mich aber noch nicht gefragt, was passiert, wenn das quasi ein Avatar oder eine andere, also wie auch immer, ein digitales Wesen quasi erlebt oder wie reproduziert das auch und was halte ich davon. Deswegen bin ich gerade bei der ganzen Debatte so ein bisschen am Zuhören, vor allem auch, weil ich noch nicht so viel darüber nachgedacht habe. Über diese Bildwelten und so weiter. Wir hätten aus dem Chat noch mal was. Wir hatten es ja gerade von Strategiespielen, die das Ganze vielleicht ein bisschen cleaner zeigen. Und dazu kam eine Frage. Kann der Tod durch eine Exekutionsanimation für den Spieler befriedigend sein, zum Beispiel bei Doom? Oh ja.
Wer hat das neue Doom gespielt? Ich nicht. Ja, also ich sag ja. Also das wird sehr explizit dargestellt. Also wirklich. Aber das ist ja auch total interessant. Also ich finde, so, das ist halt wie bei Kill Bill oder so. Also ich finde, das ist eine Geschmacksfrage. Und ich persönlich mag es, wenn Gewalt auch mal total übertrieben und comichaft dargestellt wird. Und in gewisser Weise auch ästhetisch. Ja? Also da gehört viel Kreativität dazu, den Tod eines Monsters so darzustellen wie in Doom. Ja? Also großer Respekt für diese Kunsthandfertigkeit, die da drin steckt. Das ist für mich eine Geschmacksfrage. Aber ich finde ja klar, also es ist einfach mega befriedigend. Es schleift sich dann natürlich ab. Also wenn man dann irgendwie das 12. Mal irgendein Monster in die Kettensäge so dann ist dann vielleicht auch wieder gut, aber natürlich. Also es ist wie bei Kill Bill oder so ähnliche Sachen. Das kann halt, kann total, also mir gefällt sowas. Gab es noch eine ähnliche Frage im Chat? Gibt es eine Art und Weise, wo das dann zu weit geht? Als Beispiel wurde da das Spiel Sniper Ghost Warrior genannt, wo quasi man den Schuss an besonders kritische Stellen quasi in einer Zeitlupe verfolgen konnte. Wo ist da für euch die Grenze? Wo ist die überschritten, wo ihr sagt, das ist noch irgendwie gut inszeniert und wo ist es aber zu viel? Hat dieses Sniper-Ding jemand gespielt? Ah. Na, dann muss ich mich wahrscheinlich auch dazu äußern. Also vorweg geht es mir wie Christian, ich bin durchaus auch kein Feind davon. Ich glaube, es kommt immer wieder, wir müssen wahrscheinlich genau wie manche Kids auf dem Schulhof immer erstmal so ein bisschen sondieren, mit wem unterhalte ich mich gerade. Und dann kann ich hier mich entsprechend dazu äußern, was man vielleicht tatsächlich interessant findet. Unter Gamerinnen und Gamern sage ich ganz offen, ja, es gibt eine ganze Reihe von Animationen, die mir ein Wirksamkeitsgefühl vermitteln wollen, auch ein sehr machtvolles Wirksamkeitsgefühl vermitteln wollen. Und dann gehören die finnischen Moves sicherlich dazu, zumal auch da völlige Zustimmung, der ästhetische Grad dabei oftmals sehr, sehr hoch ist. Also das ist kann durchaus sehr genussvoll sein. Und jetzt sind wir bei Sniper Ghost Warrior. Was Sniper Ghost Warrior? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendeins der Sniper-Spiele. Ich habe da mich auch screenshotartig ziemlich ausgetobt, habe aber gemerkt, dass ich immer permanent so ein bisschen war, während ich das getan habe, so auch damit, das ist nur für mich. Das ist nur für mich, das sage ich niemandem, das ist nur für mich. Finde ich, dass das so weit geht? Also es geht schon verdammt weit. Und gerade weil das natürlich auch oftmals mit Weltkriegsszenarien verbunden ist, dann also mit einem realen Kriegsszenario angelehnt ist, das ist schon heftig. Es hat natürlich aber auch dieses Eintauchen in das, was ich dort anrichte. Also sprich, was löst der Schuss, den ich dort mache, aus? Und wenn ich dort besonders geschickt bin, teilweise auch, wie vorhin in dem Vortrag auch schon angesprochen, teilweise auch skurril, das heißt, meine Kugel kann den Körper durchdringen und dann an der Gürtel angebrachte Granate noch drauf kollidieren und die dann auslösen, dass der ganze restliche Körper dann auch noch so, da stecken ganz eigenartige Dynamiken drin, von Zufall über Geschicklichkeit, auch Anatomie. Letzten Endes, irgendwie ist es auch ein latenter Anatomiekurs. Wo befindet sich eigentlich was? Ich weiß nicht. Ich finde hier, dass die USK und Coda sehr gut ihr Urteil gefällt haben. Das heißt also, letzten Endes brauche ich nicht die Frage zu stellen, finde ich es gut oder schlecht, sondern für welchen Reflexionsgrad finde ich es angemessen? Und dann befinden wir uns in der Entwicklungspsychologie. Ab wann traue ich einem Menschen zu, mit solchen Inhalten umzugehen? Und da hat für mich die USK meiner Ansicht nach die richtige Entscheidung gefällt. Ja, aber da würde ich gleich doch mal kritisch nachfragen, weil ich habe das nicht gespielt. Ich erinnere mich aber an die Diskussionen, weil auf der E3 zum Beispiel so ein Schuss, der dann irgendwie gezeigt wird, wie er, keine Ahnung, den vierten Wirbelknochen eines Menschen dann zertrümmert,
auch noch so lauthals bejubelt worden ist in den Trailern und so. Und es gab da viele Leute, die, also auch aus der Gamer-Szene selbst, die gesagt haben, das geht irgendwie zu weit, also auch das Abfeiern. Und ich glaube, ich müsste es spielen, aber ich glaube, ich hätte damit schon auch ein Problem. Also eher jetzt weniger so ein, also ich weiß nicht, ob es ein moralisches Problem ist, aber so ein ästhetisches. Also ich frage mich, gibt das jetzt dem Spiel, also die Kettensäge bei Doom, ein Monster zu zermanschen, das gibt dem Spiel echt viel, ja? So. Aber ich finde, bei so Menschen jetzt, die man, also wo man eh drauf schießt, und was soll diese Animation? Also ich irgendwie, das ist ja auch keine, das ist, scheint mir ja auch jetzt keine überästhetisierte Darstellung von Gewalt zu sein, sondern es ist ja einfach nur, ich weiß nicht, was ist daran geil? Also das würde mich wirklich interessieren. Also muss, also ich, mir fällt keine andere Frage, muss das sein? Geht das nicht auch ohne? Und was ist dann bei dir bei Monstern? Geht's? Also wenn du aber Monster zerschießt, was ist daran geil? Also frage ich nur, weil ich, also ich tatsächlich den... Ja, weil es nochmal spannender ist, was da ästhetisch oder bildtechnisch genau passiert mit. Genau, also du kannst dir nicht vorstellen, was das so eine Schlachtplatte ist. Nee, also das, ich habe gerade keine Bilder, deswegen genau bin ich gerade... Ja. Sei froh, dass ich dir diese Bilder nicht einpflanze. Aber es ist wirklich, natürlich, das ist halt so, das ist halt so kreativ. Also es ist halt eine unglaublich kreative Art, Monster zu verhäckseln mit der Kettensäge, die da gezeigt wird. Genauso wie bei Kill Bill, diese Szene, wo sie diese 56 Typen da, das ist halt einfach total kreativ und macht das halt interessant. Also man braucht sowas nicht die ganze Zeit, aber es macht das halt interessant. Während irgendwie jetzt bei so einem Menschen dabei zuzugucken, wie so eine Kugel eindringt und da so den dritten Wirbelknochen zertrümmert, ja, also ich würde darauf gerne antworten. Also eine Antwort geben. Es gibt bestimmt ganz viele Antworten darauf. Eine Antwort. Vielleicht gleich nochmal eine filmische Analogie. Du hast Kill Bill angesprochen. Diese Patronenanimation, die gibt es übrigens auch in einem Film, Three Kings, in Pseudo-Kriegsfilmen, mehr oder weniger gut oder schlecht, wo genau dieselbe Szene auch mit drin ist. Also sprich eine Kugel, die in einen Körper eindringt und dort halt eben die Galle trifft. Ich sehe es eigentlich ein bisschen ähnlich. Es ist für mich auch eine Ästhetisierung. Ich will aber eine Antwort, die wahrscheinlich nur mich zutrifft, mitgeben. Was soll das? Ja. Was ich zum Beispiel erstaunlicherweise früher in den alten Computerspielen, gerade in den alten Shootern gemacht habe, ich habe immer auf Lampen geschossen. Mit einem einzigen Grund. Ich wollte wissen, haben die Programmierer daran gedacht, dass ich diese Lampe kaputt machen kann? Ja. In den modernen Hardcore-Shootern geht das immer, weil es ein taktisches Element ist. Ich mache es einfach dunkel. Und hier bei Sniper Ghost Warrior ist dieses eine Element, du hast die Frage gestellt, geht's auch ohne? Na klar, in ganz, ganz vielen Spielen geht's auch ohne. Dass es in Sniper Ghost Warrior ging, hat dieses Spiel für mich an dieser einen Stelle zu was Besonderem gemacht. Mhm. Die haben dran gedacht. Sie haben mir dieses Wirksamkeitsempfinden mitgegeben. Das ist ja trotzdem noch virtuell. Also es ist ja, ne, es ist ja nicht, es ist nur ein bisschen mehr geschmückt als sonst. Das macht das Spiel übrigens für mich nicht besser. Es ist auch kein besonders herausragendes Spiel, wirklich nicht. Aber das ist eine mögliche Antwort, dass mir ein wenig mehr die Virtualisierung von Wirksamkeit präsentiert wird. Das finde ich überzeugend. Ja, klar. Hast du noch was aus dem Chat? Sonst mache ich weiter. Mach gerne mal weiter. Okay. Wir haben schon so ein bisschen, du hast das perfekte Beispiel gegeben mit dieser Trauerfeier, über Community auch gesprochen. Das ist natürlich auch beim Gaming ein großes Thema. Wie ist denn der Umgang in Gaming-Communities mit dem Thema Trauer bei Todesfällen, zum Beispiel eben auch, wenn Mitglieder verstorben sind? Also gibt es da auch Bereiche, wo das dann thematisiert wird? Oh ja. Ich habe das Gefühl, ich rede zu viel. Christiane, ich habe das Gefühl, ich überfahre dich die ganze Zeit. Du sagst mir bitte, wenn ich dich da irgendwie zu sehr... Nee, alles gut. Ich kenne manche Spiele nicht so im Detail, wie ihr gerade darüber gesprochen habt. Deswegen war ich ein bisschen stiller. Trauer in Gaming-Communities ist ein ganz
großes Thema. Ich würde sagen, genauso ein großes Thema, wie es das in Familien ist oder in Freundeskreisen. Also nur, dass halt der Umgang damit nochmal ein anderer ist. Und ich weiß, dass es zum Beispiel, also als ich noch wissenschaftlich gearbeitet habe, was jetzt auch schon eine ganze Weile her ist, da war World of Warcraft gerade sehr im Fokus von Untersuchungen und Studien, und das ist dann da halt stellvertretend für die Trauerfeiern in der, im Familienkreis oder im Freundeskreis eben die Trauerfeiern im Spiel dann nochmal gab, wo man dort eben die Leute aus den Communities, aus den Gilden, aus den Clans, wie auch immer, welche Spiele das waren, dass man die dann halt auf diese Art und Weise nochmal verabschiedet hat, und das auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Moment war. Kann ich nur unterstreichen. Also ich hatte ja das Vergnügen, da ein bisschen intensiver zu forschen in der kleinen und Gildenszene. Und das war eine längere Zeit, 4 Jahre, und es war für mich schwer beeindruckend, wie dort mit dem realen Tod umgegangen ist. Es gab mehrere solche Fälle, wo Clan- und Gildenmitglieder während dieser Zeit verstorben sind. Ein nicht skurriler Fall, aber sehr beeindruckender Fall war, man kennt das ja, irgendwann neigt ein Clan auch dazu, sich im Real Life mal zu treffen, meistens um Party zu machen, was weiß ich, zu grillen, Paintball zu spielen oder was auch immer. In dem Fall gab es ein Clan-Treffen, die sich in dieser Konstellation zum ersten Mal bei einer Trauerfeier einer Mitspielerin getroffen haben. Das heißt, sie kamen tatsächlich zur Beisetzung. Und es war, ich war nicht dabei, ich habe davon nur Berichte gehört, dass die nehmen diesen Tod dieses Mitglieds sehr, sehr ernst. Und jetzt müsste man weiter danach denken, nämlich welche sozialen Konstellationen finden denn innerhalb von Spielgemeinschaften eigentlich statt. Und das ist natürlich ein sehr grauer Bereich. Das muss nicht so sein, aber es kann sein, dass Spielerinnen sich in diesen Spielgemeinschaften auf der Virtualisierung ihrer Figur, das heißt also in der Wunschdarstellung, die sie vielleicht vertreten, kennenlernen. Sie kennen sich über die, sagen wir mal so, Aufgaben, die sie innerhalb dieser Gemeinschaft erfüllen, also sowohl dann halt eben mit Privilegien bei besonders guten Aufgaben oder auch den Schwächen, die sie vielleicht haben. Und sie kennen sich, weil man halt eben doch kommunikativ sehr viel Zeit dort verbringt, letzten Endes auch über reale Prozesse. Das heißt, wenn Clan- und Gildenspielerinnen erzählen, dass das ihre echten Freunde sind, dann kaufe ich denen das zum großen Teil auch echt ab. Zumindest in vielen Fällen kann man sagen, der Name Clan hier als familienartiges Bündnis trifft bisweilen tatsächlich zu. Das heißt also, die verlieren, wenn man jetzt nicht mit der soziologischen primären Gruppe in Konflikt kommen möchte, nicht unbedingt ein Familienmitglied, aber etwas Ähnliches. Und dann hat natürlich Trauer dieselbe Bedeutung, wie wenn ein guter Freund verstirbt. Danke. Du hast es vorhin in deinem Vortrag ein bisschen angesprochen, dass ja auch verstorbene Menschen als Charaktere durchaus in Computerspielen zurückkehren können, integriert werden. Was können denn Spiele, aber auch Theater eben zur Erinnerungskultur auch beitragen? Und nutzen sie auch die Möglichkeiten, die sie haben? Großes Schweigen. Das ist unverschämt. Okay, ich bin einfach so vorlaut und presche nochmal nach vorne. Das ist eine riesengroße Frage, die du da stellst, weil auf der einen Seite haben wir jetzt gerade eigentlich erst die Bemühungen, Computerspiele, das Computerspielmuseum Berlin gibt es natürlich schon seit einer ganzen Weile, und trotzdem haben wir zunehmend die Frage danach, wie weit wir Computerspiele eigentlich archivieren können. Und Christian hat es vorhin sehr gut angesprochen, das ist ein extrem schwieriger Fall. Das heißt, wir können die Konsolen vielleicht archivieren, aber wir können das Spielerleben nur sehr schlecht konservieren. Und dahingehend sind natürlich die Monumente, die wir verstorbenen Spielerinnen in virtuellen Spielwelten setzen, auch nur so lange existent, wie das Spiel entweder existiert oder halt eben belebt wird. Das mag ja auch nochmal ein Unterschied sein. Insofern ja, Erinnerungskultur gibt es hier. Es gibt Spielfiguren, sowohl Statuen als auch narrative Spielfiguren, die das wirklich dann auch belebt werden, die noch eine ganze Weile nachhallen, aber irgendwann verblasst das. Und dann sind wir jetzt eigentlich aufgerufen, allesamt, die sich mit dem Medium beschäftigen, zu überlegen, inwieweit kann
das Spiel als Erlebnisraum archiviert werden und damit dann letzten Endes auch die Menschen, die damit in Verbindung gebracht werden, die vielleicht hier durch ihren Tod in irgendeiner Art und Weise ja, manifestiert wurden. Da sind wir noch, glaube ich, in den Kinderschuhen. Also man muss ja auch sagen, dass das ja auch eine Kehrseite haben kann. Na, wir reden irgendwie darüber, super, irgendwie, man erinnert da sich an Menschen, die verstorben sind, aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gab vor einem halben Jahr ein Video, ich glaube, es war eine Japanerin, also eine japanische Mutter hat auch ihre Tochter verloren. Und dann hat man diese Tochter zurückgebracht mit Hilfe von Virtual Reality. Und diese Mutter, also dieses Video ist halt super eindrücklich, wie sie dieses Kind plötzlich wieder sieht in der virtuellen Realität. Und das betrifft jetzt eben nicht nur Spiele, also Virtual Reality ist halt ja so ein Teil irgendwie. Und ich habe auch mal mit einem gesprochen, der hat seinen Vater als Alexa quasi, also als KI nachgebaut, Dadbot hieß das dann. Dann konnte er quasi mit seinem Vater sprechen. Oder, und ich meine, auch es gibt auch einen anderen Chatbot, der ist nach einem toten Freund nachgebaut und sowas. Also das ist natürlich so, dass Technik wird natürlich immer oder wurde immer auch dazu eingesetzt, um Menschen, die verstorben sind, vielleicht in irgendeiner Form wieder, also das Andenken zu bewahren, also die ersten Höhlenmalereien oder die Kunst an sich, da werden natürlich sehr oft auch tote Menschen gezeichnet oder gemalt. Und das ist, glaube ich, ist tief in uns drin, aber es stellt sich dann natürlich schon die Frage, ob zum Tod nicht auch ein Stück weit das Loslassen gehört oder gehören muss. Und ob zum Trauern nicht auch dazu gehört, dass es eben ein Prozess ist, wo am Ende dann eben genau dieser Prozess dann eben auch abgeschlossen wird, dass man jemanden in guter Erinnerung behalten kann, aber natürlich akzeptieren muss, dass diese Person weg ist. Und da bin ich sehr gespannt, also wohin das führt und was das für Diskussionen geben wird. Es gibt eine Black Mirror-Folge, wo ja genau das passiert, ja. Und dieses Video von dieser Mutter, das hat mich sehr, das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Und ich bin halt kein Psychologe, ich habe null Ahnung davon, was bei trauernden Menschen psychologisch passiert. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das gut ist. Und da wird noch einiges passieren. Und ich meine, das Schöne wäre ja, wenn Computerspiele so ein bisschen zeigen könnten, wie es vielleicht besser geht und richtiger geht und wie Menschen eben an diesen dritten Orten trauern, was dort funktioniert in diesen Räumen und dass das Trauern vielleicht auch eben ein sozialer Prozess auch ist, den man mit anderen zusammen durchleben kann, vielleicht durchleben sollte, ja, anstatt nur in der VR eine verstorbene Tochter wiederherzustellen. Man ist aber eigentlich alleine damit. Und da, glaube ich, da können wir, glaube ich, viel lernen. Was mir dazu noch einfällt, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber das ist ein Projekt, das ich letztes Jahr im Rahmen des Tag des Deutschen Denkmals, konzipiert habe für das Europäische Hanse-Museum in Lübeck. Und zwar hieß das Mein Monument, also MINE, abgeleitet von Mindtest. Sowas wie ein kostenfreier Klon wie von Minecraft. Und wir haben eben Jugendliche mit Jugendlichen darin uns bewegt und gefragt, was würdet ihr denn sagen, was ist für euch, also erstmal ging es halt um die Frage, was sind denn Monumente oder Statuen, was kennen die und was ist aus eurer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt so erinnerungswürdig, dass man dafür ein Monument errichten sollte. Und die haben dann ihre eigenen Monumente gebaut und also in Mindtest und die sind jetzt auch noch zugänglich. Und das fand ich auch nochmal einen ganz schönen Ansatz, das im Spiel eben umzusetzen. Und gleichzeitig sind auch Spielelemente dort eingeflossen als Monumente, wo die gesagt haben, das ist für mich so wichtig, das möchte ich auf jeden Fall, dass das auch andere Leute
noch in vielen, vielen Jahren erinnern. Und ja, das war so ein Ansatz, um eben selber erstmal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich erinnern und welchen Stellenwert hat das jeweils auch ganz subjektiv. Vielleicht darauf direkt eine Frage, die ich jetzt schnell im Chat entdeckt habe, weil ich gerade geguckt habe. Was für Monumente wurden denn da so gebaut? Also genau, die Rückfrage kam einmal. Es wurde unter anderem ein Bambuswald gebaut, das weiß ich noch. Also es war ein Monument zum Erhalt von Bambuswäldern. Das war so ein ganz wichtiger Punkt für einen Teilnehmenden. Und ein anderes Monument war, da muss ich auch noch mal überlegen, das war Steve, der Kreative, also ein riesig nachgebaut und genau. Ich muss sagen, ich war selbst gar nicht bei der Umsetzung dabei, weil Fun Fact, ich leide unter Motion Sickness und kann mit Mindtest selber nicht arbeiten, aber genau, die Ergebnisse konnte ich dann nochmal hinterher bewundern, ja, genau. Also da ist halt dann wieder so dieser Schritt gewesen, dass man halt sieht, ne, dann da als Monument dann überführt hat sozusagen. Danke für den Einblick. Wie sieht sonst im Chat aus? Hast du noch was für uns? Nicht mehr so besonders viel. Es gab vorher sehr viel Zustimmung, dass Trauer als Prozess begriffen werden sollte, der auch irgendwann abgeschlossen sein sollte. Große Fragen haben wir nicht mehr. Vorher gab es auch mal eine Zwischenfrage, ob ihr die Funeral Rates aus WoW kennt. Nee. Aber ich habe WoW auch nie gespielt. Das war so ein bisschen ein widersprüchliches Phänomen, wo sich Trolle quasi hingestellt haben und eigentlich eine Trauerprozession gestört haben und dann aber sehr viel Widerspruch von den Leuten, die eigentlich mit ihnen in einem Team waren, bekommen haben. Mhm. Und das gab da so eine sehr, sehr starke Spaltung, inwiefern man dieses Roleplay in einem MMORPG quasi ausleben sollte und man die Leute in Ruhe lassen sollte, wenn sie dort trauern oder ob quasi nicht die eigentlichen Elemente des Spiels und die Geschichte, die dieses Spiel eigentlich erzählt, also gerade im Bezug auf WoW, dieser Konflikt zwischen der Allianz und der Horde, dann da nicht auch in den Vordergrund gebracht werden darf. Und das war so ein bisschen eine Spaltung, da gab es vorher mal kurz was im Chat, aber ansonsten gab es bisher nichts mehr. Wenn ihr noch was habt, schreibt gerne nochmal in den Chat. Ja, Dominik hat einen Blick drauf, sonst würde ich nämlich langsam sagen, dass wir zum Ende kommen. Aber eine Abschlussfrage habe ich natürlich noch vorbereitet. Was war denn euer persönlicher Lieblingsspiele- oder Theatertod, den ihr ja, euch besonders eingeprägt habt, weil er eben besonders emotional war oder euch vielleicht auch zum Schmunzeln gebracht habt? Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt viele Arten, wie Tod im Theater und im Spiel thematisiert wird. Also ich spiele gerade mit einer Freundin It Takes Two. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das beste Spiel des Jahres, ohne Witz. Das ist ein Spiel, das kann man nur zu zweit spielen. Das ist so ein Koop-Spiel. Und ich bin, obwohl ich meinen lückenlosen Computerspiel-Lebenslauf habe, sagenhaft schlecht. Also es glaubt mir immer niemand, aber wenn man mich dann spielen sieht, ist wirklich erstaunlich, wie man so viel Computerspiele gespielt haben kann in seinem Leben und wie verkümmert gleichzeitig die eigenen Fähigkeiten sein können. Auf jeden Fall, die spielt das immer mit mir. Es ist so ein Action, Jump'n'Run, Adventure, alle möglichen Elemente. Und ich kann keinen bestimmten Tod herausgreifen, weil es einfach zu viele sind. Aber jeder Tod von mir oder fast alle Tode, die ich in diesem Spiel sterbe, sind eine Bewerbung auf den Darwin Award, weil sie so sagenhaft dumm sind. Und oft geht es einher, auch mit so berühmten letzten Worten, wie dass ich irgendwie sage, ja, ach so, da bist du, dann bin ich tot oder so. Also irgendwie so, oder das ist ja nicht so schwer und irgendwie so. Und ich glaube, dass es genau das ist. Also das sind die besonderen, ich glaube, die interessantesten Tode, das ist nicht Aerith in Final Fantasy und so, sondern
Die wirklich interessanten Tode sind die, die man mit anderen zusammen erlebt, in denen man auf dumme Weise stirbt, auf eine kreative Art und Weise. Und das ist halt das, weil das auch das ist, was halt das Medium macht. Also einen Tod zu inszenieren wie den von Final Fantasy in Eris, das kann ja jedes Medium. Ja, das kann ja, das ist ja ein Film-Zwischensequenz. Aber irgendwie so richtig dämlich auf die Fresse fallen und dabei sterben im Computerspiel, das kann man halt nur im Computerspiel. Das macht es besonders. Ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Spielen. Das eine, wo es einfach Spaß macht zu sterben. Und ich muss auch sagen, jetzt wenn ich drüber nachdenke, widerspreche ich mir gerade selber vom Anfang, weil es ist doch ziemlich schwierig und man kann es am Anfang sehr schwierig nur gewinnen. Und das ist Think of the Children. Und es kommt sehr banal daher. Man ist in ganz gewöhnlichen Alltagssituationen, zum Beispiel macht ein Picknick oder ist am Strand und man spielt es mit mindestens 4 Leuten, glaube ich. Also man braucht viele Leute, um das gewinnen zu können oder um das überstehen zu können. Und man muss im Prinzip nichts anderes machen, als so Alltagssituationen wie ein Barbecue zu schmeißen oder eben so eine am Strand zu sein und schwimmen zu gehen. Aber man muss gleichzeitig auch irgendwie auf 8 Kinder aufpassen. Und die sterben leider die ganze Zeit, wenn man nicht gut genug aufpasst. Und es ist am Anfang wirklich absolut unmöglich, dass sie nicht alle wegsterben. Und das ist aber sehr, sehr witzig auf eine Art gemacht und weil es einfach eben so eine ganz simple Situation ist und man kriegt es halt einfach nicht hin und das macht sehr viel Spaß. Und das andere Spiel, das mir auch sofort eingefallen ist und da habe ich auch irgendwie öfter drüber nachgedacht, warum das so bei mir sich so verankert hat, ist Limbo. Okay. Ein ganz sehr atmosphärisches, super schlichtes Spiel, sehr, sehr düster, schwarz-weiß. Und man spielt einen Jungen und das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Scherenschnitt, sieht der aus. Also auch ganz, ganz stilisiert und man sieht nur das Leuchten seiner Augen sozusagen, dass er lebendig ist oder ist er lebendig, ist halt auch die Frage. Und so vom Spielprinzip ist es so ein Side-Scroller und oder ja, man muss Puzzles lösen und aber er kommt, man geht damit, also man er läuft dann da so lang und wird dann halt immer wieder auf ganz furchtbare Art und Weise getötet und kommt zum Beispiel, also am Anfang latscht man erstmal in so eine Bärenfalle rein und es ist so, die Bärenfalle klappt zu und es ist so abstrakt und gleichzeitig ist es trotzdem so, oh nein, was habe ich getan? Was ist da los? Und da ist auch nochmal so eine Denkebene, wo ich dachte, woran liegt das? Es ist irgendwie so abstrakt eigentlich und gleichzeitig also ich habe das so richtig mitgefühlt und bei Think of the Children sterben die ganze Zeit Kinder, weil ich nicht auf die aufpasse und die gehen dann im Meer unter oder setzen sich auf den Grill oder laufen vor den Eiswagen oder so und das ist witzig und ich hätte gedacht, Limbo ist doch vielleicht auch so dramatisch oder es ergreift mich so, weil es ein Kind ist, aber es kann dann irgendwie vielleicht doch nicht die Antwort sein, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das mich so sehr berührt hat, obwohl es so abstrakt ist und von den, ja, so vom Genre her eigentlich super simpel. Ich kann mich den beiden Vorrednerinnen nur anschließen. Also was in Erinnerung bleibt, also ich finde die Frage wirklich super schwer, aber was in Erinnerung bleibt, sind tatsächlich die Tode, die irgendwie amüsant waren. Mhm. Und neben Limbo, da würde ich durchaus zustimmen, das war gleichzeitig anstrengend und amüsant. Fallen mir irgendwie die ganz alten Spiele noch ein. Ich erinnere mich zum Beispiel natürlich liebend gern an Lemminge zurück, wo irgendwie das Thema Tod auch permanent dabei war. Aber auf eine so humorvolle, witzige Art und Weise, oh no, und dann platzen sie. Also es hat schon was. Und tatsächlich würde ich mich jetzt aber gerne, Carmen, glaube ich, meine Lieblingstode, an die ich mich tatsächlich erinnere, sind nicht die Computerspieltode, sondern sind die Bühnentode. Insbesondere, wenn sie entweder mit dem Improvisationstheater oder auch mit dem Kabarett, ein sehr schwarzhumoriges Kabarettprogramm namens Suizidberatung, heiterer Abend für ein Schlussfreudige, das aber sehr lebensbejahend war am Ende und da dann einfach mit diesem Schalk im Auge auf den Bühnentod zu suchen, um am Ende
Und es wurde vorhin im Chat schon mal irgendwo geschrieben, ist die Auseinandersetzung mit dem Tod im Leben nicht irgendwie auch eine Aussage, die das Leben betrifft? Absolut. Und da dann so ein bisschen mal für einen kurzen Moment den Tod eins auszuwischen, indem man ihm nachspielt, das ist sowohl im Computerspiel als auch auf der Bühne also durchaus charmante Weise. Gerade ganz witzig, dass du sagst, weil ich jetzt echt ganz lange auch überlege, weil mir fallen wenig witzige Tode ein im Theater, sondern mir bleiben irgendwie immer viel die großen Bilder irgendwie, ob das jetzt eine riesige Plane ist und Eurydike verschwindet unter einer Plane, die die ganze Zeit irgendwie wabert und irgendwie nach 5 Minuten spielen sie rum und dann ist sie auf einmal weg und man sieht, da ist niemand mehr. Also so ganz große dramatische Bilder und ich aber die ganze Zeit denke, nee, aber ihr habt total recht, die witzigen Tode sind... Also die finde ich irgendwie, finde ich oft auf der Bühne irgendwie total spannend, aber sie bleiben wenig in Erinnerung. Aber ich glaube, das liegt vielleicht daran. Und ich habe jetzt ganz viel nachgedacht, zu welchen Tod habe ich irgendwo gesehen oder so, okay, cool. Aber es ist oft, wenn die Leute tot spielen. Also und das machen nämlich Schauspielende tatsächlich auch wahnsinnig gerne. Und ich glaube auch RegisseurInnen inszenieren das auch furchtbar gern, wenn Leute quasi tot spielen. Also sie bringen sich auf 100.000 Arten um. Und das macht ganz großen Spaß. Und das ist auch, was bei mir dann irgendwie noch so nachhalt. Das ist wirklich... Eben, den nochmal irgendwie, also das ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder halt, ja, damit spielerisch umzugehen. Vielen, vielen Dank auch für diesen persönlicheren Einblick und auch, dass ihr heute unsere Gäste wart. Ich fand es super spannend, mit euch zu diskutieren und diese ganzen Themen zu besprechen. Der Dominik und ich, wir haben noch ein paar letzte Hinweise, bevor wir gleich wirklich zum Ende kommen. Wir organisieren neben diesen Talks, die ja regelmäßig stattfinden, auch unterschiedliche andere Veranstaltungen im Gaming-Bereich. Und derzeit sind wir ganz, ganz intensiv in der Planung von unserem eigenen Games-Festival, was vom 23. bis 31. Oktober dieses Jahr stattfindet. Das heißt, schreibt euch das schon mal dick in den Kalender. Wir sehen uns auf jeden Fall online. Wir hoffen auch, dass wir ein paar Offline-Veranstaltungen machen können. Das werden wir genau im Blick behalten. Und wenn ihr selbst auch Lust habt, im Rahmen unseres Festivals Veranstaltungen anzubieten, dann schreibt uns. Vielleicht kann irgendwer hinten aus der Technik mal einmal den Link in den Chat schreiben. Dann könnt ihr da gleich mal draufklicken und euch ein bisschen umschauen. Genau, die schon häufiger dabei waren, haben mitbekommen, letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal unseren Gamespreis. Und auch der wird dieses Jahr wieder stattfinden im Rahmen unseres Festivals. Das heißt, am 31. Oktober verleihen wir wieder unseren Gamespreis. Reicht doch fleißig eure Spiele oder auch Game-Videos ein bis zum 20. September und gewinnt ganz gute Preise und vielleicht auch ein bisschen Fame. Genau, was noch kommt im Rahmen von diesem Festival, ist morgen und übermorgen findet auch von der Computerspielakademie der Workshop statt. Was kommt danach? Bestattungen in Minecraft. Und wenn ihr so 10 bis 14 Jahre seid, meldet euch doch noch schnell an, schreibt eine E-Mail. Und dann könnt ihr gerne dabei sein. Und von der Christiane gibt es auch noch Workshops für die Älteren. Das heißt, guckt doch auch da gerne nochmal auf der Seite vom Pathos-Festival vorbei und meldet euch auch da gerne noch an. Genau. Und wenn ihr jetzt noch Talkthemen habt im Chat oder Ideen für andere Games-Veranstaltungen, also wir sollten das unbedingt mal machen, dann schreibt uns bitte. Einerseits haben wir dafür einen Discord-Channel eingerichtet. Auch da geht hoffentlich der Link gleich nochmal in den Chat. Wir haben nämlich keinen QR-Code vorher gehabt. Wir treffen uns da dann auch noch für die Afterparty in diesem Discord. Und genau, die Diskussion hier ist, glaube ich, durch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Habt einen schönen Abend. Danke euch. Okay. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.